Melina Farinadis ist zwar in den USA geboren, genau genommen kommt ihre Familie aber aus Griechenland. Sie hat sich früh für das Militär gemeldet und hat es dort weit gebracht. Die Auslandseinsätze mehren sich in letzter Zeit. Da ihre Einheit besonders gut trainiert und ausgebildet ist, hat Melina viel zu tun. Zwischen den Einsätzen findet sie immer wieder zurück zu ihren Wurzeln und sucht Halt bei der Familie in Chicago. Doch diesmal ist alles anders als sonst. Willkommen in der World of Darkness, Miss Farinadis. Es ist Zeit. Ja, huhu und herzlich willkommen bei einer neuen Prelude-Runde Vampire the Masquerade und Tykler, danke, oder Tykler fürs Koalas kraulen, finde ich gut. Wir spielen heute wieder eine Runde Vampire the Masquerade und zwar das Prelude für Melina Farinadis. Und wir sind heute dabei. Nicht nur ich als Storyteller, sondern auch die Leopardin 202 als Spielerin. Und jetzt schreibt sie über Skype irgendwie, das Mikrofon spinnt. Warum spinnt das Mikrofon? Kannst du mich nicht verstehen? Kannst ruhig was sagen jetzt. Ah, okay. Jetzt kann ich dich tatsächlich hören. Aber gerade eben, als du irgendwas anmoderiert hast im Intro, habe ich nichts verstanden und nur gesehen, dass du geredet hast und über den Flur gehört, dass du sprichst. Merkwürdig. Ja. Egal. Also, solange ich dich jetzt verstehe, ist ja okay. Ja. Gut. Wie ist das da draußen? Falls irgendwelche Ton- oder Bildschwierigkeiten sind, bitte sofort in den Chat schreiben. Dann kann ich das eventuell noch irgendwie abstellen. Oder ändern, je nachdem. Wir spielen eine Vampire-Runde in Chicago, der Jetztzeit. Wer sich ein bisschen mit dem Hintergrund der World of Darkness auskennt, der weiß, dass um den Anfang der 90er, Mitte 90er Jahre etwas viel in Chicago passiert ist, mit dem sich die ganzen Sourcebooks auch beschäftigen. Und diese ganzen Geschehnisse sind alle nicht passiert und werden aber vielleicht im Rahmen der endgültigen Runde noch passieren. Das heißt, wir lassen sie einfach mal ein bisschen aus oder verschieben die Timeline einfach mal um 20 Jahre in die Jetztzeit. Hoffen, dass das irgendwie vernünftig ist. Ja, und die ersten Preludes haben wir schon hinter uns gebracht. Wir haben schon einen Tremere, einen Toreador und einen Malkavianer erlebt auf diesem Kanal. Ton und Bild ist soweit okay. Super, dankeschön. Und heute wird Melina Farinadis, die noch ein Mensch ist, eventuell zum Vampir. Ich versuche das und ich weiß nicht, ob Leopardin 202 wohl verhindern möchte, dass das passiert. Mal gucken, ob sie das, wenn sie das denn möchte, verhindern kann. Ja, wir starten in Chicago und ihr habt im Eingang schon gesehen, wie die gute Melina Farinadis aussieht. Leute, die die ersten Preludes schon geguckt haben, erkennen sie vielleicht, weil sie nämlich schon mal ganz kurz aufgetaucht ist. Witzigerweise hat Leopardin das Prelude, wo sie selber aufgetaucht ist, noch gar nicht gesehen. Aber gut, mal gucken, ob sie genauso reagiert wie der NPC, den ich damals gespielt habe. Ja, wir starten, indem die gute Leopardin ein bisschen was über ihren Charakter euch erzählt, damit ihr ungefähr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Und wer ist denn Melina Farinadis außer dem, was ich vorher im Intro so ein bisschen erzählt habe, was im Nerdpol auch steht? Jetzt weiß ich gerade nicht genau, was da steht und ich habe dich gerade nicht verstanden. Ich erzähle einfach mal so. Ja. Melina ist 28 Jahre alt und wohnt halt mit ihrer Familie in Chicago. Nach der Schule bin ich zur Armee gegangen. Ich wusste auch nicht so richtig, was ich machen sollte. Meine Familie ist
aus Griechenland eingewandert. Ich bin allerdings in Amerika geboren und fühle mich hier auch echt wohl. Gerade was man im Moment so alles aus Griechenland mitkriegt, auch von Teilen meiner Familie, Cousins, Cousinen, die da noch sind, die sagen, dass die Jugendarbeitslosigkeit total hoch ist und so. Also als Land finde ich das total schön und die Geschichte des Landes gefällt mir und ich finde das philosophisch und geschichtlich interessant, aber ich glaube, heute da wohnen wollen würde ich nicht mehr. Ich fühle mich ganz wohl in Amerika und meine Eltern betreiben eine Metzgerei. Einer meiner Brüder hat das auch übernommen. Mein anderer Bruder hat eine Polizeikarriere eingeschlagen und mich hat es auch so ein bisschen in dieses Land hat mir viel gegeben, ich möchte was zurückgeben, Schiene zum Militär verschlagen. Ich habe mich in der Ausbildung ganz gut geschlagen und bin zu den Special Forces gekommen tatsächlich. Im Moment bin ich aber gerade auf Heimaturlaub wieder bei meinen Eltern und das läuft so semi, aber naja, wie das so ist, wenn man die Eltern besucht und auf einmal wieder sich unter den Pantoffel stellen muss. Ja, also ist eine Soldatin, sehr heimatverbunden, also patriotisch, wie das jeder gute Soldat der Vereinigten Staaten wohl ist. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Soldaten in anderen Ländern ist. Dafür kenne ich zu wenig Soldaten. Aber gut. Special Forces, also auch schon die Elite der Elite der Elite in der Armee. Und viel in Auslandseinsätzen unterwegs gewesen, wahrscheinlich auch. Ein paar waren schon dabei. Ja. Die mehren Sicherheits immer mehr auch und so. Vielleicht auch ein paar geheime Sachen, von denen die Öffentlichkeit gar nicht so viel mitbekommen hat. Ja, das ist alles need to know. Und dazu gehörst du nicht mit deiner Sicherheitsstufe. Ja, da hat der Storyteller einfach nicht genug Sicherheitsstufe für. Und deswegen frage ich dich auch gar nicht weiter danach, sondern sag einfach mal oder frage dich weiter über was anderes. Und zwar, du wohnst jetzt für die Zeit der Erholung zu Hause. Du hast sicherlich noch irgendwo selber eine Wohnung, oder? Oder wohnst du immer zu Hause, wenn du nicht auf Jürg bist, nee, oder in einer Kaserne bist? Ja, nee, ich war ja in letzter Zeit irgendwie dauernd irgendwo einkaserniert. Erst war ja die Grundausbildung und dann war ich ein paar Mal weg und immer, wenn ich zwischendurch tatsächlich mal für kurze Zeit da war, bevor ich mich direkt wieder für den nächsten Einsatz gemeldet habe, ich habe halt mein Kinderzimmer noch bei meinen Eltern. Aber ich merke, das ist nicht so ein praktikables Modell. Ich sollte mir dringend eine eigene Wohnung suchen. Ja, mit Ende 20, Mitte 20 sollte man das irgendwann mal in Angriff nehmen. Ja, ich bin einfach viel zu viel nicht da. Die würde halt hauptsächlich herstehen. Ne? Was machst du denn jetzt so in der Zeit, in der du zu Hause bist, um ein bisschen dem elterlichen Fuchtelfinger etwas zu entgehen? Was machst du so in der Freizeit? Ja, um möglichst halt nicht schon wieder in der Metzgerei hinterm Tresen zu stehen, wo ich in meiner Teenie-Zeit einige Ferien verbracht habe, würde ich halt versuchen, in der Stadt irgendwie viel zu unternehmen. Also ich treffe Freunde und ich versuche mich ein bisschen weiterzubilden, weil ich habe sonst einfach echt auch Spaß am Lernen immer gehabt und ich merke, ich habe jetzt eine total körperliche Arbeit. Klar muss ich auch irgendwie geistig fit sein, aber so richtig auslasten, geistig tut mich das nicht, was ich gerade tue. Und deswegen klinke ich mich manchmal bei Freunden ein, die irgendwie andere Wege eingeschlagen haben. Die studieren auch und so. Ich habe mich jetzt auf einen Kaffee getroffen in der Mensa mit einer und so. Linz mal mit und die ein oder andere Vorlesung. Das macht schon Spaß und man kriegt so ein bisschen was mit. Ja. Wie heißt denn diese Freundin, wo du gerade irgendwie dich untergeklinkt hast für die Uni? Den Namen? Oh, Charlotte Cooper, mit der bin ich schon ewig befreundet, schon seit der Schule. Ja, die ist wahrscheinlich ein bisschen jünger als du, aber trotzdem kann man sich ja in der Schule getroffen haben. Und die studiert in der Tat, was studiert die? Irgendwie Geschichte.
Aber irgendwie ist die so ein bisschen so eine Studentin, die nicht so richtig fertig wird. Also ich glaube, die hat irgendwie Mittelalter und Altertum und alles Mögliche schon mal reingeguckt. Genau wie früher in der Schule auch, irgendwie, wo sie immer die Hausaufgaben bei dir abgeschrieben hat. Ja, die wird vielleicht ein bisschen länger in der Uni bleiben. Ja, und ihr habt euch irgendwie auch in der Mensa getroffen, irgendwie in der uni-eigenen Mensa. In Chicago gibt es ja eine Uni, wie die aufmerksamen Zuschauer dieser Stream-Reihe wissen. Und ja, das, was dir aufgefallen ist, warst lange nicht mehr an der Uni. Du bist da vielleicht ein paar Mal von vorher gewesen, so hin und wieder zwischendurch. Ja, als du auf sie warten musst, auf die gute Charlotte. Und auch dich, wo wolltet ihr euch? Ihr wolltet euch in der Mensa wahrscheinlich treffen, Ja. ne? Ja, was dir beim Reingehen in die Mensa irgendwie sofort aufgefallen sind, sind riesige Plakate, die überall an allen Litfaßsäulen auf dem Unigelände und auch im großen Eingangsbereich der Uni und auch hier in der Mensa am schwarzen Brett hängen überall große Plakate, dass heute Abend eine besondere Vorlesungsveranstaltung stattfinden soll. Und zwar soll jemand, ein Buchautor aus, weiß gar nicht genau, wo der herkommt, Jonathan Bauer oder so heißt der. Und ja, der soll heute eine Vorlesung oder eine Buchlesung machen. Irgendwie im großen Hörsaal 2. Der große Hörsaal, wo man auch oben auf einer Balustrade irgendwie herumgehen kann und sich, ja, die Studenten und die Professoren beim Lernen zugucken kann, auch wenn man gar nicht beteiligt ist. Und ja, der ist anscheinend irgend so ein Okkult-Autor, irgendwie der schreibt so pseudowissenschaftlichen Kram, würdest du sagen, über, ja, über Gedankenlesen und Kartenlegen und außersensorische Wahrnehmung, irgendwie heißt das Stichwort. Und ja. Hat wohl irgendwie, das steht auch auf den Plakaten drauf, mega viel Preise in Europa gewonnen und so. Und ja, der liest da irgendwie heute Abend irgendwas aus seinem neuen Buch vor. Ja. Fällt super auf, weil das sind mega viele Plakate überall, die da irgendwie mehr lose als fachmännisch, aber sind überall dran getackert. Ja, und dann bist du in der Mensa und bestellst den Kaffee und setzt dich schon mal irgendwo hin. Irgendwie, keine Ahnung, wo setzt du dich hin? Ans Fenster oder in Richtung Tresen oder Eingang oder wo möchtest du gerne sitzen? Am Fenster, aber ich möchte den Eingang sehen können, weil ich wissen will, wenn sie reinkommt und ne, mich bemerkbar machen kann und so. Und ja, sie lässt ein bisschen auf sich warten, die gute. Wie hieß sie? Charlotte. Charlotte. Wir gerade mal aufschreiben. Und ja, du weißt, dass Charlotte auch ganz aufgeregt war am Telefon. Irgendwie trifft sich zwar gerne mit dir auch und sie hat auch irgendwie heute Abend eine Vorlesung noch. Ja. Aber sie ist irgendwie voll aufgeregt, weil sie endlich nach all den Jahren mal in eine Studentenverbindung aufgenommen werden kann. Und sie hat wohl nach der Vorlesung heute Abend, da will sie dich auch mitnehmen, da ist eine Party. Und ja, da ist wohl das Große, soll sich entscheiden, ob sie denn bereit ist für diese Studentenverbindung. Ja, du kannst Studentenverbindung auf den Tod nicht ausstehen. Gott, Hast dieser dir versucht, davon alberne Kram. abzuraten, aber die ist total hin und weg von dem Konzept und wegen Party und Männer und so. Und mal gucken, was das gibt. Ja, und ja, die Uhr tickt und kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Und dein Kaffee ist inzwischen auch schon wieder leer. Und Das soll mich nicht aufhalten, mir einen neuen zu bestellen und ihr im WhatsApp zu schreiben, was los ist. dann holst du dir einen neuen Kaffee. Und als du gerade vom Tresen wiederkommst und dich zurückbewegst, irgendwie guckst du ein bisschen so auf dein Handy drauf und tippst da gerade die WhatsApp-Nachricht ein, als du zufällig, weil du gerade nicht aufgepasst hast, mit einem Mann zusammenstößt, der doch etwas eigenartig aussieht und hier anscheinend auch nicht so ganz rum hinzupassen scheint. Und sich sofort bei dir entschuldigt, weil dieser Anstoß direkt hat dir nämlich das Handy aus der Hand geschmissen und so halb auf den Boden gefangen. Du hast es natürlich elegant, wie du bist, noch auffangen können. Er entschuldigt sich sofort.
Und wenn du in den Stream gucken kannst, kannst du nach dem Delay wahrscheinlich auch das Bild von dem guten Herrn sehen, der dir da gegenüber steht. Ach du steht. Liebe Zeit, ja warte mal, das habe ich nicht offen. Cheated. Twitch.com oder die com, ne? /Koani. Oh Gott. Ja, gute Vorbereitung ist alles. Einmal mit Profis. Kannst du aber auch nochmal einen Skype schicken. Ja, danke. Das geht völlig schneller. Ja. Er rödelt noch. Ganz ruhig. Wir sind beide in einer Internetleitung. Ja. Ah. Nein, ich sehe nur den Storyteller. Ich sehe nicht. Das ist gerade ein bisschen eigenartig. Ich sehe das irgendwie auch gerade. Ah, jetzt kann man es sehen, glaube ich. Wenn du es sehen kannst, sagst du Bescheid. Ja, noch nicht, aber das hängt ja auch immer ein bisschen hinterher. Ja, also bei mir kann ich es schon sehen, wenn ich Twitch aufrufe. Deswegen frage ich. Gut, kannst ja zwischendurch, kannst du ja auch nochmal über Skype schicken, das Bild, dann kannst du es da auch. Ich glaube, das ist echt einfacher. Da passiert nämlich gerade irgendwie nichts, außer dass ich verwirrt auf den Bildschirm gucke. So. Gut. Diesen Herrn, den ich dir gerade geschickt habe, den kannst du da sehen. Und der steht dir halt genau gegenüber, ist irgendwie anscheinend sehr peinlich berührt, hat auch diesen komischen Zylinder und diese komische Brille auf. Und schreckt sofort ein bisschen vor dir zurück und entschuldigt sich tausende von Malen und dass es ja seine Schuld war, irgendwie, dass ihr zusammengestoßen seid. Und der hat sogar einen Ledermantel und ein Lederhemd und eine Lederhose und Lederhandschuhe an, also alles aus schwarzem Leder. Sieht etwas strange aus. Ich glaube, ich muss tatsächlich ein bisschen lachen. Sagt dann, ja, schon klar, ich habe ja auch nicht aufgepasst, alles gut. Von mir aus, sorry. Ja, dann hast du was verschüttet? Nee, verschüttet hast du Gott sei Dank nichts. Wie gesagt, nur dein Handy ist irgendwie runtergefallen. Er hatte auch gar nichts groß in der Hand. Und entschuldigt sich nochmal und drückt sich dann irgendwie peinlich berührt so an dir vorbei Richtung Ausgang. Und verschwindet im Gemenge vor der Mensa. Und gehst zurück auf deinen Platz. Setzt dich dorthin und wartest weiter. Als dann irgendwie viel, viel zu spät natürlich die gute Charlotte den Raum betritt. Und auch die kann ich dir schicken. Okay. Die Zuschauer sehen es jetzt gleich schon, glaube ich, hoffe ich. Haben es gerade schon gesehen. Na, wo ist sie? Da. Und ja, läuft zielstrebig auf dich zu mit ein paar Büchern unter dem Arm. Und ist sichtlich erfreut, dich zu sehen. Melina, ey! Und läuft dann auf dich zu, fast ein paar Bücher verlierend. Okay. Ich laufe ihr entgegen, umarme sie, nehme ihr ein paar Bücher ab und leg die auf den Tisch. Ja. Und sag, weißt du, wenn ich diesen Kaffee aufgehabt hätte, wäre ich echt gegangen. Wieso? Du weißt, dass ich das nicht leiden kann, wenn Leute mich so warten lassen. Wieso warten lassen? Dann guckt sie so auf die große, also sie hat gar keine Armbanduhr an. Oder so. Typisch. Und guckt so auf die große Uhr, die in der Mensa ist und kriegt dann voll den Schock. Oh, verdammt! Die Vorlesung fängt ja schon an. Oder, oh fuck, die hat schon angefangen. Ich muss ganz schnell jetzt zum Hörsaal. Kommst du mit? Ja, klar, wir wollten ja zusammen dahin. Das hat schon längst angefangen. Komm, schnell, schnell! Dreht sich um und läuft ganz schnell Richtung wieder Ausgang wieder.
Ich nehme ihre Bücher mit und meinen Kaffee und laufe ihr hinterher. Genau, und dann läufst du ihr hinterher und ja, sie kommt ein bisschen zu spät zur Vorlesung und ja, sie stolpert da mehr oder weniger den Gang runter. Und du bist schon irgendwie, musst schon ein bisschen schmunzeln, weil sie da irgendwie so den Gang, also man muss sich das wie so ein klassisches Audimax vorstellen, halt, wo die Studentenreihen so nach oben gehen. So ein bisschen nach unten stolpert und weil natürlich in der hintersten Reihe keine Plätze mehr da sind, sondern nur in der vordersten Reihe, wenn man zu spät kommt. Und ja, wie gesagt, man kann oben in diesem Audimax durch einen separaten Eingang auch noch auf so eine Balustrade, wo so ein Rundgang ist, irgendwie auch noch nach oben. Da stehen auch mehrere Leute. Und du lachst dich gerade schon so ein bisschen kaputt dadurch, dass sie hier runtergestolpert ist, als es dich auch erwischt und du irgendwie vor dich hin stolperst, einfach weil da so ein bescheuerter Kerl dir ein Bein gestellt hat, als du nach unten gelaufen bist. Sich gerade total beäumelt. Der kriegt den allerfiesesten Blick, den ich irgendwie zusammenkriege, zugeworfen. Und ich mache so, Kerl, ich hab dich im Auge, du kriegst Ärger von mir. Das scheint ihn relativ zu beeindrucken und der zuckt so ein bisschen zurück, muss dann aber doch wieder kichern und ja, irgendwie sein Kumpel, der neben ihm sitzt, haut ihn so ein paar Mal an und ja, setzt deinen Weg aber fort, ihn weiter ignorierend und setzt sich vorne hin und es geht wirklich in dieser Vorlesung halt um die Geschichte des Altertums. Ja, und es ist allgemein so ein bisschen langweilig, weil das, was der Professor da erzählt, ist relatives Einführungswissen. Ja, deine Freundin schreibt eifrig mit, auch wenn sie immer zwischendrin abzuschweifen scheint. Du guckst so ein bisschen auf ihre Notizen rüber und siehst dann so irgendwie, ja, dass sie die Sätze nur so in Stichworten mitschreibt und ja, auch das Wichtige, was er eigentlich erzählt, gar nicht erfasst, sondern immer nur die Zwischenteile, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Und ja. Genau, und du musst so ein bisschen mit dem Kopf schütteln und ja. Das, was er da erzählt, weißt du eigentlich schon, mehr oder weniger. Okay. Ja, Gott sei Dank habe ich in meiner Handtasche immer einen Block und einen Stift mit, so einem A5-Ding. Und führe wieder zurück auf Dinge, die wir in der Schule schon getan haben. Ich schreibe einen Zettel. Was tust du hier? Warum? Und gebe dir drüber. Aufpassen? Komm zurück. Nein, bist du nicht. Das sehe ich genau. Warum bist du in der Einführungsveranstaltung? Du studierst echt im 8. Semester. Ich habe das noch nicht, brauch den Schein. Das säuft sich dann nur, das schreibe ich nicht auf. Mach doch mal einen Würfelwurf auf hier Perception und Alertness. Okay. Gegen die 6 10 sind automatisch Erfolg und 1 negieren Erfolge. Ja, 10 sind doppelte oder nee, eigentlich nicht? Ist egal, welche Schwierigkeit, 10 sind immer Erfolge, deswegen. Ja, okay, dann 4 Erfolge. Dann hast du das Gefühl, dass du beobachtet wirst, während du da so mit ihr hin und her schreibst. Ich guck den Professor an, der merkt das nicht, oder? Der Professor ist so voll in seinem Element und erzählt und schreibt Dinge an die Tafel, ist eine schöne lange Tafel irgendwie, so ganz klischeehaft und hat auch so eine PowerPoint-Präsentation gerade laufen und klickt sich da durch und kriegt das nicht ganz hin und guckt immer eifrig zu seinem Hiwi, dass er weiterguckt und ja. Also der ist es nicht. Ja, vielleicht der Blödmann von vorhin, der mich schon beingestellt hat. Ja, guckst dich ein bisschen um und der Blödmann von hinten guckt zwar schon zu euch hin, aber der scheint irgendwie, das scheint es nicht zu sein, weil du dich immer noch beobachtet fühlst, selbst wenn du ihn ansiehst und wieder böse einen anfunkelst.
Und guckst dann nach oben auf die Balustrade und siehst dann da zwei Leute stehen, die ziemlich auffallen. Und zwar... Wodurch? Der eine fällt auf wie ein bunter Hund, weil das siehst du gleich, wenn du das Bild anguckst. Okay. Weil der nämlich ein, ja, dieses Arabertuch trägt. Ja, schick. Und auch sonst irgendwie so ein, ja, so ein, die Gewandung hat von eher so einem Scheich. Der andere, der neben ihm steht und sich anscheinend gerade mit ihm unterhält, und in dem Moment, wo du ihn gerade an, wo du die beiden gerade anguckst, auch irgendwie zu runter zeigt. Ich kann es nicht genau deuten, ob er auf dich zeigt oder auf die Menge zeigt, aber er zeigt irgendwie nach unten. Dieser Herr. Und der sieht, ja, der ist in einem relativ teuren Anzug gekleidet, würdest du sagen. Ja, die unterhalten sich, wie gesagt, die beiden, und der bärtige Herr deutet so irgendwie runter und die unterhalten sich weiter. Ja, das ist das, was dir auffällt. Okay. Sokrates und Scheich beobachten uns. Ist klar. Ja, und dann die Vorlesung geht weiter und du beobachtest vielleicht ein bisschen zurück, was die beiden da oben machen, und siehst dann auch irgendwann diesen merkwürdigen Typen in dem Lederklamotten, wie der sich auch oben auf die Balustrade gestellt hat. Oder es fällt dir jetzt erst auf, dass er auch da steht, weil er irgendwie aus dem Schatten getreten ist. Und der steht zwar nicht bei den beiden anderen Männern, aber der versucht wohl gerade irgendwie so ein bisschen den Abstand zu verringern. Und er sieht so ein bisschen aus, als würde er die beiden belauschen. Macht das aber ziemlich unbeholfen. Oh, schön. Ich habe was gefunden, was mich besser unterhält als die Vorlesung. Ja, bitte, definitiv. Deswegen schreibe ich das gar nicht. Beobachtest das ein bisschen weiter. Muss natürlich darauf achten, dass sich die anderen auch nicht wirklich dann dabei erwischen oder so. Dann guckst du immer nur so ein bisschen verstohlen nach oben. Und ja, irgendwann wird dann der Typ mit dem Zylinder und den Lederklamotten irgendwie an sich an den beiden vorbeischlängeln, so gekonnt unauffällig, und durch einen anderen Eingang wohl die Balustrade wieder verlassen. Und ja, auch die beiden Typen gehen dann irgendwann, nachdem sie sich noch ein paar Mal irgendwie angeregt unterhalten haben. Und ja, die Vorlesung dauert noch ein bisschen. Geht dann aber auch irgendwie dann recht zügig wieder zu Ende. Und als du und Charlotte den Raum verlassen, den großen Raum, siehst du irgendwie in dem Versammlungsplatz, der vor dem Hörsaal ist, in dem großen Durchgang, siehst du die beiden, den Scheich und ich sag jetzt mal Sokrates, auch nochmal in einer Ecke stehen. Und sich weiter unterhalten und auch Richtung Eingang des Hörsaals gucken. Ja, und ja, wieder läuft dir dieser Typ mit dem Zylinder über den Weg. Hm. Und ja, stößt dich diesmal wahrscheinlich mit Absicht so ein bisschen an. Und sagt so, Verzeihung. haben Sie irgendwie Verwandtschaft in Arabien oder so? Nein. Keiner, der sie da sucht oder sowas, ja? Man hört ja solche Sachen so mit Zwangsheirat und so. Nein. Es könnte sein, dass Leute im arabischen Raum nicht so gut auf mich zu sprechen sind, aber das hat andere Gründe. Ah, okay, ja. Gut. Und dann guckt er so auffällig so ein bisschen rüber zu den beiden Typen da und meint dann so, ja, falls es Sie übrigens interessiert, und
Dann deutet er so auf das Plakat, was gerade so ein Typ irgendwie an die Außentür des Vorlesungssaals dran pinnt. Ich habe hier gleich auch eine Lesung, falls Sie Interesse haben an hier. Das deutet auf diese Plakat, die du heute schon so zigfach gesehen hast, über dieses übernatürliche Vorlesung. Okay. Ich überleg's mir. Klar. Dann geht er wieder etwas peinlich berührt in den Vorlesungssaal. Ja, und du guckst dich wieder zurück um und der Sokrates steht noch da. Der andere Typ hat allerdings das Blickfeld verlassen. Sehe ich den Typen, der mir vorhin das Bein gestellt hat? Ja, den siehst du. Während der an mir vorbeigeht, trete ich ihm so richtig fies zwischen die Füße, dass der sich lang in Gang hinlegt. Ja, das soll dir gelingen und das ist natürlich, der lässt auch alle seine Notizbücher, die er gerade in seinen Rucksack stopfen wollte, als er mir vorbeiläuft, irgendwie auch alle so verstreut, die alle so mega fett durch die Eingangshalle, legt sich einmal komplett lang und seine Kumpels lachen ihn aus. Überleg dir besser vorher, mit wem du dich anlegst und geh an ihm vorbei. Steig so über seine Sachen drüber und geh weg. So, Pflicht mit Charlotte im Schlepptau. Pflicht erfüllt, meint Charlotte zu dir und zwinkert dir zu. Und was machen wir jetzt? Der Kaffee steht ja noch aus. Die Party fängt ja auch erst später an. Tja, dann sollten wir wohl einen Kaffee trinken. Hast du dich jetzt eigentlich in die Anwesenheitsliste eingetragen? Sonst kriegst du nämlich trotzdem keinen Sitzschein. Oh, dafür war es ja auch gut, zu spät. Gut, ne? Dass du mich dran erinnerst. Und sie dreht sich nochmal rum und geht nochmal zurück in den Vorlesungsraum. Ja, und der Sokrates-Typ läuft dann einmal quer durch den Raum und bleibt dann vor dir stehen und sagt dann Entschuldigung. Ja, bitte. Sie sind aber keine Studentin hier, oder? So offensichtlich. Ne, ich besuche nur wen. Darf ich mich vorstellen, mein Name ist Kritias. Und er spricht jetzt mit, also die ersten Worte hat er normal gesprochen, und er spricht aber jetzt mit auffallendem griechischen Akzent. Ob er das mit Absicht macht. Okay. Doktor Kritias. Doktor, in welchem Fach, frage ich ihn auf Griechisch zurück. Oh. Der Philosophie natürlich. Interessant. Keine Sorge, ich bin kein Lehrer hier oder so. Sagen wir nur, ich bin ähnlich interessiert an den Dingen, die hier passieren, wie Sie. So könnte man es nennen, ja. Und dann gehen Sie als Philosoph in eine Einführungsveranstaltung zur Geschichte des Altertums. Oh, war ich da? Ich ziehe nur die Augenbrauen hoch. Guck ihn ein bisschen kritisch an, also als ob er sich jetzt da irgendwie rausreden könnte. Ja, er grinst dich an und meint so, ich habe nur einen Freund begleitet. Tja, da sind wir schon zwei. Das gleiche Schicksal teilen wir. Aber schön auch abseits von den Studenten hier und den Professoren eine weitere verwandte Seele zu treffen. Ja, tatsächlich. Vielleicht sieht man sich ja später noch einmal bei einer anderen Vorlesung wieder. Gehen Sie zu diesem Vortrag. Ich bin nicht sicher. Ich bin vorhin schon mal eingeladen worden und die Plakate sind ja auch überall, aber Charlotte hat irgendwie so ein Studentenverbindungsdings heute Abend, auf das ich auch keine Lust habe. Mal gucken. Die Studentenverbindung von Beta, Jota, Theta, Chi, ja. Genau die. Die will ich Ihnen auf keinen Fall madig machen. Ich empfehle mich, Frau. Oh Gott, bitte gib mir ein gutes Argument, warum ich da nicht hingehen soll. Er reicht dir so die Hand hin, Frau. Farinades, Melina von Farinades.
wenn du ihm die Hand reichst, schüttelt er dir irgendwie so mit zwei Händen und du merkst, dass er auffallend kalte Hände hat. Kommt vor. Und dann dreht er sich um und verlässt die Halle. Während dann deine Freundin, die Charlotte, wieder reinkommt. So, eingetragen, sogar an der richtigen Stelle und wir sind fertig für den Kaffee. Na, endlich. Ja. Und dann los. Und ja, gehen wieder. Wo willst du den Kaffee trinken? In der Mensa oder in der Stadt? Naja, du bist die Expertin. Wo gibt's den besten Kaffee? Ich habe gerade das Automatending in der Mensa gekostet. So ganz berühmt ist es nicht, ne? Hast du Zeit für die Stadt? Liegt bestimmt auf dem Weg zur Party. Okay. Wir müssen langsam durch den Nebenausgang raus und dann quer durch die Hallen und dann, ja, wir kriegen das hin. Ich hoffe das. Das wird so super, ich sag dir, die heißesten Kerle kommen zu der Party. Dann kriegst du vielleicht auch einen ab. Wuhu. Wuhu. Ja, und ja, ihr verlasst durch den Seiteneingang den Raum und werdet irgendwie quer über den Campushof gehen und irgendwie ziemlich nah an der Uni, im Unigelände dran ist tatsächlich ein Café. Wer hätte es gedacht, dass sich nah an einem Unigelände Kaffee ziemlich gut verkaufen lässt? Ja. Und ja. Vor allen Dingen, wenn der in der Mensa so schlecht ist. Allerdings ist es auch kein besonders guter Kaffeeladen, es ist einfach nur ein Starbucks und sie lotst sich dann dahin und setzt euch dann da irgendwie hin und genießt euren Kaffee, plaudert noch ein bisschen was über Gott und die Welt. Sie fragt dich ganz viel über Europa aus und wie denn die Einsätze gelaufen sind. Ey, nicht, dass du mir jetzt was erzählst, was du nicht erzählen musst. Aber irgendwie ja, ist keine dann, Sorge. Gibt's da auch in deiner Einheit heiße Jungs? Du weißt schon, dass wir berufsmäßig ziemlich viel Sport machen und die alle gut durchtrainiert sind und so. Boah, cool! Ja, geht so. Sind die Single? Einige. Kannst du mich einem vorstellen? Ich würde das nicht empfehlen. Okay. Warum nicht? Du siehst an mir, wie oft die nicht zu Hause sind, ja. Ach, ja. Aber die verdienen doch gut, oder nicht? Ja, für Arme und Beine gibt es noch ein bisschen Zulage. Für was? Arme und Beine? Ihhh. Naja, wir sind in Kriegseinsätzen. Ja, okay, ja, stimmt. Ja, nicht so schön, ja. Ja, und da unterhaltet euch noch und du kannst nochmal Perception und Alertness machen, während ihr euch da so unterhaltet. Hallo, übrigens Ohio Vampire Association. Schön, dich hier zu haben. Oder? Hi, 5 Erfolge. Ja, 5 Erfolge. Dann wirst du auf jeden Fall wieder dieses Beobachtungsgefühl haben in deinem Nacken. Ja, und du guckst dich um und tatsächlich so ein paar Tische weiter, nahe am Eingang, sitzt wieder dieser merkwürdige Typ. Nicht der, dem du das Bein gestellt hast, sondern der Araber. Okay. Ja, und als er merkt, dass du ihn zurückbeobachtest, schaut er angestrengt in die andere Richtung. Legt dann ein bisschen Geld auf den Tresen und verlässt den Starbucks. Ja. Merkwürdig. Charlotte, sag mal, was passiert da jetzt heute Abend bei dieser komischen Verbindungssache? Party, voll Party, die beste Party ever. Und sie entscheiden heute, ob ich in die Verbindung darf. Es gibt keine bessere Verbindung außer Beta, Jota, Theta, Chi.
Du studierst Geschichte des Altertums, du kannst griechische Buchstaben. Ist dir das aufgefallen? Was denn? Peter, Jota, Teta, Chi? Du willst in die Bitch-Verbindung? Wieso? Nein! Das ist doch gar nicht gemeint. Ich meine das bestimmt anders. Ja, sicher. Hast du dir die Mädels mal angeguckt, die da drin? Ja, ich glaube auch. Du wirst schon sehen, das ist wirklich, die haben das coolste Verbindungshaus und wenn ich da ein Zimmer kriege, das ist echt cool. Ja. Und dann kriegst du heute Abend Kopfkissen über den Kopf und musst irgendwelche Mutproben machen und irgendeinen albernen Scheiß, um aufgenommen zu werden. Ich weiß es nicht. Das ist ja geheim, diese Aufnahmerituale. Aber ich würde das machen für die, die sind schon cool. Ja klar, weil es total erstrebenswert ist, mit Leuten befreundet zu sein, denen nichts Besseres einfällt, als einen ganzen Abendtag bloßzustellen. Ja, du musst es ja nicht machen. Ich werde das nicht machen. Bin nicht mal sicher, ob ich mir das überhaupt antue. Was? Oder ob ich zu diesem Okkultismus-Fuzzi da in die Vorlesung gehe und später mal komme. Ich meine, so früh aber geht die Party doch immer nicht so. Mir ja, komm, aber das ist, fängt um 8 an, die Vorlesung. Willst du mir da jetzt nicht erzählen, dass nur weil um 8 die Uhr Vorlesung auf dem Plakat. Die Vorlesung fängt in der Tat später an. Die fängt erst so gegen, gegen 10 Uhr abends an und es ist auch schon fast später. Es ist auch schon dunkel draußen und so. Okay. Also die war eine Abendvorlesung, die du da gemacht hast, hast, deswegen, ja. Ja, meinst du denn ernsthaft, dass so früh schon die Party richtig losgeht? Da hast du recht, ja. Also die Party geht wahrscheinlich erst viel, viel später los, ja. Also kommt erst so richtig auf Tour. Ne? Ja, verdammt, du hast recht, wenn ich da viel zu früh auftauche, dann denken die, ich hab's nötig. Und wie peinlich wird das aussehen, wenn wir da zu dritt im Wohnzimmer sitzen mit einem Glas Sekt in der Hand? Ah, was würde ich machen, wenn ich dich nicht hätte? Aber du willst jetzt wirklich nochmal zurück an die Uni und diese merkwürdige Okkultisten-Kacke da anhören? Hast du was Besseres vor? Der Typ mit dem Zylinder. Der Typ mit dem Zylinder hat mich eingeladen. Und der. Boah, dieser creepy Typ. Ich hab den gesehen, ey. Boah, voll in Lack und Leder und wer weiß was. So 50 Shades of Grey. Wow. Ja, wenn du meinst. Naja, gut, wenn du dahin willst, gehe ich halt auch mit. Aber ich langweil mich. Wir können vorglühen. Wir gehen uns schnell noch was zu trinken holen und vorglühen schon mal in dieser komischen Lesung. Das ist eine super Idee. Also Piccolo. Ja. Muss man nur gucken, dass wir dabei nicht erwischt werden. Aber das kriegen wir hin. Wie früher in der Schule. Ich bin sicher, dass ich nie Sekt in der Schule getrunken habe. Ich finde das Gesöff widerlich. Ja, du weißt aber, dass sie das wohl getan hat. Ja. Ja, gut. Und das ist so gesagt, getan. Sie kauft sich irgendwie Zeug und ihr geht zurück an den Unicampus und setzt euch wieder in den Vorlesungssaal. Wo möchtest du dich hinsetzen? Das ist relativ übersichtlich. Also nicht am sonderlich würde ich nach oben auf diese Balustrade gehen. Ja, das ist natürlich auch eine gute Sache. Ja. Von da kann ich mich am besten über die Leute, die das ernsthaft glauben, was der Fatzke da erzählt, beömmeln. Ja, und das Ganze geht los und er liest tatsächlich so ein paar Passagen aus seinem Buch. Nochmal einblenden. Und der mit dem Hut, der liest, das ist jetzt die Vorlesung von dem Kerl mit dem Hut. Genau, ja? Das ist der Herr Bauer. Und der nimmt auch den Hut nicht ab, während er da vorliest und auch die Sonnenbrille nicht ab. Bestimmt kreisrunderer Ausfall. Ja, und liest dann, und dann gibt es auch irgendwie eine Diskussionsrunde und dann bemerkst du erst, dass
zwei Leute im Publikum noch besonders interessiert zu sein scheinen. Also sind auch ein paar Studenten, die irgendwie auch so ein paar Fragen stellen zu seinen Forschungen oder so. Aber es ist auch der Dr. Critias auch sehr interessiert daran, was da passiert. Es scheint immer wieder mit sehr intelligenten Nachfragen den Dr. Bauer auf neue Fährten oder auf fragt immer so um 10 Ecken herum und gibt aber auch nie wirklich irgendwie Anhaltspunkte, sondern ergänzt immer das, was der Dr. Bauer da erzählt und stößt so immer so eine neue Tür auf zu weiterer Diskussion, ja. Und okay. das fällt irgendwie schwer auf, dass der Critias anscheinend so lenkt, in welche Richtung da diskutiert wird. Und du merkst, dass es dem Bauer wohl auch sehr gefällt, auch so die Art, wie er denkt und so. Und ein anderer Typ, der da auch noch dran beteiligt ist, der neben dem Critias sitzt, von dem habe ich jetzt leider kein Bild, aber der ist auch sehr engagiert, der versucht sich auch immer wieder mit in diese Diskussion einzuschalten und es sieht so ein bisschen aus, als wäre es so ein bisschen so eine Art Zweikampf zwischen dem Critias und dem anderen Typen. Um wer denn jetzt die coolsten Nachfragen und die besten Diskussionsanregungen irgendwie liefert. Und der Critias gewinnt um Längen. Okay, interessant. Der andere Typ sieht übrigens auch ziemlich merkwürdig aus. Das ist auch ein bisschen, der sieht ein bisschen altbacken aus. Ist relativ jung, so würdest du sagen, vom Gesicht her. So Anfang 30, Mitte 30. Der Bauer ist auch ungefähr um das Alter, Ende 30 oder so. Aber der kleidet sich irgendwie sehr altbacken. Der hat so eine Art Gehrock an. Und, ja. Wie als wäre der auf so einer Gothic Party und wäre da irgendwie hier reingestolpert. Ja, und am Ende der ganzen Veranstaltung kann man nochmal nach vorne gehen und kann sich ein Buch signieren lassen. Und auch der Critias und der andere Typ gehen nach vorne und lassen sich schütteln nochmal die Hände von dem Bauer und der Critias verwickelt den auch nochmal in einen ganz kurzen Dialog. Und du merkst so, dass dieser andere Typ so total sauer auf den Critias ist. Und als der Critias dann weggeht vom Bauer, redet der auch nochmal auf den Bauer ein. Und merkst, dass der ist total in Rage quasi. Ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen. Aber ansonsten hast du nicht viel Auffälliges gesehen. Die ganze Lesung aus dem Buch an sich hat dir relativ wenig gesagt. Es war sehr viel Fachkauderwelsch und auch die Diskussion später ging um irgendwelche außersensorischen Wahrnehmungszeug irgendwie total pseudowissenschaftlich Kacke. Irgendwie. Da kann man vielleicht Europäer mit irgendwie beeindrucken anscheinend, weil der hat ja Preise gewonnen, der Typ, aber hier Scharlatan, würdest du sagen. Ja. Umso mehr bewundert es dich, dass dieser Critias, Dr. Critias, dann so nach dem Mund geredet hat. Weil der schien sehr, als Philosoph ja sehr bodenständig noch zu sein, auch so in seinem Auftreten. Noch der Normalste, ja, der hier rumlief. Ja, schon seltsam, aber der scheint sich damit ja echt auseinandergesetzt zu haben, auch wenn er die ganzen Spezialfragen stellen konnte und das Gespräch so lenken konnte, musste er da ja auch Ahnung von haben. Wie gesagt, der hat nicht wirklich was Fachtermini und so nicht dazu, der hat immer nur so Fragen in den Raum geworfen, die so die Diskussion in ein ganz anderes Licht darstellen und so. Im Sinne von durch den Kakao gezogen oder im Sinne von ernsthaft Diskussionsbeteiligung? Nee, er hat sich schon ernsthaft gefragt. Ja. Ja, und dann ist das dann auch irgendwann vorbei und neben dir irgendwie hast du so ein... Die Flasche ist auch leer. Jetzt. Können wir gehen? Super. Beste Voraussetzung für deine Party. Ich hätte nicht überlegt, dass ich jetzt gar nicht mehr fahren kann. Kannst du fahren? Ja.
Super. Ich mache das Navi am Handy an. Gleich. Auto steht in der Tiefgarage. Wir müssen auch gar nicht so weit. Wir könnten auch zu Fuß gehen. Sollen wir zu Fuß gehen oder sollen wir mit dem Auto fahren? Ja, lass mal lieber zu Fuß gehen. Zu Fuß gehen. Und sie torkelt schon so ein bisschen Richtung Ausgang. Ja, ich nehme sie mal so. Hack sie ein bei mir. Gott, war das eine alte Herrenveranstaltung da unten. Und langweilig. Hast du was verstanden? Nicht so richtig. Oh, fürchterlich. Aber gut, dass wir nicht nach uns nach unten gesetzt haben. Hätte ich irgendwie noch gedacht, ich müsste mitschreiben oder so. Aber wir hätten dann... Warum haben wir das hier oben nicht gemacht? Aktor gespielt oder so? Weiß es nicht. So, wir müssen da lang. Und er geht wieder Richtung Starbucks-Café. Ja. Und ja, läuft irgendwie, dann müsst ihr durch so ein paar relativ belebte Straßen noch und ein paar Blocks weiter neben dem Unigelände scheint dann auch Verbindungshäuser irgendwo dann da zu geben von dieser berüchtigten Beta-Jota-Theta-Chi-Vereinigung. Und ja, als ihr fast schon auf der Party angekommen seid, merkst du nochmal dieses Ziehen im Nacken und guckst dich wieder um, aber es ist inzwischen schon so dunkel irgendwie, es war eben ja schon dunkel, aber es hat diese Straße hier ist so schlecht beleuchtet, dass man kaum was sehen kann. Aber du meinst irgendwie hinter der nächsten Ecke irgendwie jemanden zu sehen, der euch da gefolgt ist. Ja, und dann geht ihr auf die Party und was erlebt ihr da? Weißt du, was ihr dort groß erlebt? Naja, ich kenne mich mit Studentenverbindungen jetzt nicht so aus, aber wenn die ablaufen, wie ich befürchte, dass die ablaufen, dann dürfen sich die ganzen Bewerberinnen heute Abend richtig zur Sau machen und werden von allen verarschen ausgemacht. Ja. Unter Zuhilfenahme von sehr viel Alkohol und albernen Spielen. Ja, genau das wird passieren und es gibt natürlich auch jede Menge Tanz und Musik dabei. Und ja, natürlich auch alberne Spiele und natürlich muss sich deine Freundin auch zu wirklich ziemlich erniedrigenden Sachen aussetzen da. Scheint aber ganz gute Karten zu haben, denn die anderen Mitbewerber, die sind zwar blonder als sie, aber nicht unbedingt intelligenter. Man mag es kaum glauben. Aber man merkt aber auch schon, dass die ganzen Anwärter wirklich danach ausgesucht wurden. Erstens, wie die aussehen, zweitens, wie viel Geld sie haben. Wie Charlotte da reinpasst, ist dir noch nicht ganz sicher, aber gut. Sie schafft es aber, aufgenommen zu werden in die ganze Verbindung, ist total überglücklich. Und ihr tanzt noch ein bisschen auf der Party und werdet auch irgendwie angequatscht von ein paar Jungs. Willst du dir da einen anlachen oder nicht? Mit Sicherheit nicht. Aus? Nee, das heißt, du bist sehr schroff zu denen und weißt alles, was da ankommt, irgendwie ab. Jawohl. Okay. Sehr auffällig ist dann irgendwie später am Abend kommt jemand rein. Mit auf die Party, der sehr, sehr jung aussieht. Und du würdest vermuten, dass das noch ein Teenager ist. Ein Mädchen. Vielleicht Teenager-Alter. Komplett in so einem weißen Sommerkleid, was einen sehr dünnen Stoff besitzt, irgendwie gekleidet, kommt rein und stellt sich auf die Tanzfläche und fängt einfach an zu tanzen. Und hier kann ich auch mal ein Bild gucken. Und zieht sofort alle Blicke auf sich. Ach du Scheiße. Ja. Und ist da und das ist sehr, sehr auffällig. Auch dein Blick, du bist auch wie gebannt und starrst auch
Also willst es, glaube ich, erst gar nicht, aber du starrst sie eigentlich unterbewusst auch die ganze Zeit an und hörst gar nicht mehr richtig auf die Musik oder auf das, was um dich herum passiert. Währenddessen steht irgendwie zuerst so ein Typ neben dir und fragt dich schon die ganze Zeit nach deiner Handynummer. Aber als das Mädchen dann auftaucht und anfängt zu tanzen, ist auch der wie hin und weg und scheint dich auch gar nicht mehr zu sehen und geht dann auch rüber. Und es versuchen einige Jungs irgendwie bei ihr zu landen, sie anzutanzen, aber sie schiebt die alle sofort wieder weg. So in der Tanzbewegung schiebt sie die weg und tanzt weiter. Das ist irgendwie schon sehr eigenartig. Okay. Ja. Es dauert eine ganze Zeit lang und dann verlässt sie die Haupttanzfläche durch so eine Nebentür in einen anderen Bereich und schon sofort ist die ganze Stimmung irgendwie in diesem Raum wieder. Ja, es ist so, als wäre das Highlight des Abends irgendwie weggegangen. Das Highlight waren diese komischen Verarschungsrituale, aber das eigentliche Highlight war eigentlich, dass dieses Mädchen hier irgendwie reinkam und angefangen hat zu tanzen. Tja. Ja. Ja, und deine Bekannte, die Charlotte, ist total kaputt. Würdest du sagen, die müsste mehrfach Alkohol trinken, hatte ja schon gut vorgeglüht mit einer ganzen Flasche Sekt, die sie in dem Vorhersaal schon getrunken hatte. Die ist schon hart am Limit, würdest du sagen, wenn nicht sogar schon einiges drüber. Und sitzt gerade so halb, was heißt sie sitzt, sie hängt über so einer Ecke von einem Sofa und neben so einem anderen Typen, der versucht, die ganze Zeit anzugrabbeln. Ja. Ich befördere den Typen da weg. Ja. Ey, was denn? Bleib mal locker. Wir unterhalten uns hier ganz normal. Ich habe euch beide nicht reden sehen. Und deine Hände da, wo sie nicht hingehören. Was denn? Verpiss dich. Verpiss dich. Ey, ganz ruhig, ganz schickig. Ja, ich gehe ja schon. Gut so. Ja, geht irgendwie auf die andere Seite des Raumes, wird von seinen Kumpels ausgelacht. Und Charlotte schnapp ich mir und bring die nach Hause. Komm, Süße, du hast genug gefeiert. Ich bring dich nach Hause. Ich bin ein Beta, Jutta, Zeta, Chi. Yay. Er fällt dir um den Hals und hängt da so wie so ein nasser Sack. Ja, und du bringst sie nach Hause. Weil allerdings wohnt sie eine ganze Ecke weit weg. Ich bringe sie nach Hause. Du müsstest quer durch die Stadt. Mit dem Taxi oder zu Fuß? Oder wolltest du zurück zur Uni zum Auto? Ich weiß ja nicht, hast du auch getrunken an dem Abend? Kaum. Aber ich glaube, fahren wir auch nicht mehr so geil. Ich glaube, ich nehme ein Taxi. Okay. Dann steht ihr draußen vor diesem Verbindungshaus, hört noch den Bass irgendwie draußen wummern. Und als ihr wieder raustretet auf die Straße, hast du auch wieder dieses Gefühl, wieder beobachtet zu werden. Guckst dich um, kannst aber nichts erkennen groß. Weil hier sind einfach zu viele Leute irgendwie draußen, die irgendwie den Eingang beobachten, wo ihr gerade steht. Rufst den Taxi an. Ja, dauert ein paar Minuten, Ma'am, meint der Taxifahrer. Mhm. Und wartet da und steht da draußen in der Kälte. Es hat angefangen zu regnen. Es ist zwar warmer Regen, der vom Himmel fällt, aber es ist sonst eine warme Sommernacht, die er da durchlebt. Mhm. Hast du einen Schirm oder sowas mit? Ansonsten nö. Aber ich habe eine Kapuze an der Jacke. Ja, steht er da und wartet im Regen auf das Taxi. Als du schon denkst, ja, die haben sich aber ganz schön beeilt, als so ein Auto um die Ecke biegt. Mit ziemlicher Geschwindigkeit. Und auf euch zurast. Und aber auch nicht langsamer wird. Und dann kurz bevor es euch erreicht, ausschert auf den Gehweg. Also immer noch auf uns zu oder von uns weg? Ja, ich springe mit ihr aber sowas von zur Seite. Ja, dann mach mal einen Wurf auf Dexterity und Athletics und ich mach auch mal einen Wurf für deine Begleitung.
Und zwar, weil das schwierig ist, diesem schnellen Auto auszuweichen auf die 8. Und für deine Kollegin auf die 10. Weil die betrunken ist bis zum geht nicht mehr. Das war trotzdem 3 Erfolge. Mhm. Ja, dann schubst du sie mehr oder weniger schon mal Richtung Straße weg von dem Auto und versuchst selber in die andere Richtung zu sein. Allerdings ist da der Zaun. Bleibst kurz in dem Zaun hängen und wirst noch von dem Auto gestreift, das da über den Bürgersteig fährt. Einige von den Leuten, die mit euch hier draußen warten, werden erfasst von dem Auto. Und es geht ein großes Gekreische und Gefluche los und Leute fangen an zu schreien und Polizei zu rufen und so. Das Auto zieht voll durch, fährt an euch vorbei, bleibt dann ein paar hundert Meter weiter stehen und fängt macht Anstalten zu wenden. Okay, wie schwer verletzt bin ich? Du bist gerade noch so über den Zaun gekommen, hast allerdings dir dabei die Klamotten ziemlich zerrissen und hast auch so ein paar Schrammen halt am Oberkörper und Knien. Also nichts Schlimmes, aber dieser Maschendrahtzaun hat es dir gegeben. Peinlich. Er war halt unerwartet, dass ein Auto so schnell auf dem Weg ist. Ja, natürlich ist das unerwartet. Ja, deine Freundin, die Charlotte, liegt mitten auf der Straße und rappelt sich gerade auf. Das Auto fährt wieder an. Um euch herum noch ein paar andere liegen auch noch auf dem Bürgersteig, schwer verletzt teilweise. Ja, ich kraxel da hinterm Zaun wieder her und renn so schnell ich kann zu Charlotte und versuche sie irgendwie hochzukriegen und alle wieder ins Haus. Und schreie auch rum. Wieder zurück ins Haus, alle ins Haus. Ja, das Auto fährt wieder an und kommt wieder auf euch zu. Und du bist ja diesmal mitten auf der Straße und das macht wirklich Anstalten. Fährt direkt auf euch beide zu. Und lässt wohl die anderen, die dann noch so in der Gegend rumlaufen und heillos durcheinander rennen, komplett außer Acht. Ja, und fährt noch einmal und das ist nur mal ein Test fällig. Charlotte hat diesmal nicht so gute Würfel. 4 Erfolge. 4 Erfolge, ja. Du versuchst den gleichen Trick nochmal, irgendwie sie wegschubsen und in die andere Richtung dann den Schwung nutzen und in die andere Richtung zu kommen. Du kommst auf jeden Fall weg. Diesmal auch besser als vorher, weil ihr ja mitten auf der Straße wart und nichts irgendwie die nicht, dass Absperrung da ist. Allerdings stolpert Charlotte über ihre eigenen Füße, während du sie da wegschubst und wird voll von dem Wagen erfasst und gibt einen dumpfen Aufprall, während der Wagen wieder voll durchzieht und auf der anderen Seite wieder wieder stoppt. Ich renn auf den Wagen zu, reiß die Fahrertür auf. Ja, der ist ein bisschen weiter weg, also du kannst den darauf hin zulaufen und bevor du den erreichst, wird die Fahrertür von sich aus schon aufgehen und so ein, 2 Leute steigen aus, beide mit so komischen Tüchern auf dem Kopf, irgendwie auch vermummt unten, Tücher über den Mund und Nase und der eine hat eine Schrotflinte und der andere eine große Knarre und beide richten die gerade Richtung Menge, also da, wo du gerade herläufst. Noch bist du dabei, Richtung Auto zu laufen, um den Fahrer zu stellen. Allerdings sind sie dir zuvor gekommen. Du blickst quasi jetzt in die Mündung der Schrotflinte, als du fast am Auto angekommen bist. Ja. Gewehre sind immer schneller als Menschen. Meistens. Aber wir sind in Amerika. Dem Land der Helden. Ich versuche, den Fahrer zu entwaffnen. Ja. Läufst auf ihn zu, versuchst ihn umzutackeln wahrscheinlich
oder sonst irgendwie versuchst, einen Haken zu lassen, dass du nicht so einfach getroffen werden kannst. Ich habe Entwaffnen gelernt, also ich habe da ein paar Kniffe, wie ich das wenn machen du erstmal kann. Auf Reichweite drankommst, dann soll er spüren, mit wem er es zu tun hat. Ah, hallo. Ja, allerdings wird er vorher mit seinem Kumpel auch auf dich feuern. Du kannst mal mit Dexterity und Athletics ausweichen versuchen. Auf die 8. Das sind 1, 2, 3, 4. In den ersten Schüssen weichst du aus. Und dann hast du irgendwie das Gefühl, dass irgendwie um dich herum alles ein bisschen langsamer abläuft, als es soll. Irgendwie, du siehst so das Mündungsfeuer dieser Schrotflinte, die kurz vorher, du hast diesen Typen fast erreicht und bist gerade da, bist gerade dabei, ihm so die Schrotflinte so zur Seite zu schlagen. Und siehst so langsam dieses Mündungsfeuer da rauskommen, in Zeitlupe quasi. Und weißt ganz genau, du kommst zu spät, um das wegzuschlagen. Siehst die kleinen Schrotpartikel, wie sie aus dem Mündungsfeuer herausbrechen und weißt ganz genau, gleich treffen die mich. Und dann beginnt auch schon der Schmerz und du siehst irgendwie einen Schatten noch so im Blickwinkel, der sich irgendwie der herannaht, irgendwie so hinter dir, schräg hinter dir steht. Und der Schmerz, na, du guckst nach unten sofort und die Zeit läuft wieder normal weiter. Für dich, aber die Schrotladung hat dich so am voll erwischt an der Seite. Du hast dich noch ein bisschen weggedreht und du hast eine dicke, klaffende Wunde an Arm und an der Seite. Wir haben mehrere Schrotpartikel, die dich da getroffen haben. Und der Schmerz übermannt dich. Es tut unglaublich weh. Du schreist vielleicht vor lauter Schmerz auf. Und der Typ, der vor dir ist, du hast zuerst gar keine Augen für den Typen mehr. Und dann blickst auf diese klaffende Wunde, die dir da gerissen wurde. So richtig Stücke von der Seite aus dem Fleisch gerissen, von der Schrotladung. Und merkst auch, wie dein Körper sich dagegen stemmt und gerade Schwierigkeiten wirklich hat, mit der Wunde klarzukommen. Mhm. Und schaust dann erst wieder nach oben und siehst, wie irgendein Schatten den Angreifer mit der Schrotflinte zu Boden gerissen hat. Wie du siehst, den Typen nicht mehr. Das ist hinter der Autotür, die offen aufgerissen ist, und irgendwas hockt auf ihm drauf. Und der Typ mit der Pistole auf der anderen Seite richtet zuerst, hat er die Pistole auf dich gerichtet gehabt und schaut aber jetzt zu seinem Kollegen rüber und hat so ganz große, angsterweiterte Augen und macht Anstalten, in die andere Richtung wieder weiter wegzulaufen. Wow, ich dachte, das geht nur in Actionfilmen. Was? Scheiße, tut das weh. Das mit der Zeitlupen-Dings. War also dein Eindruck. Ja. Und du liegst da und irgendwie die halbe Straße ist mit in deinem Blut getränkt und du weißt ganz genau, wenn du weiter so viel Blut verlierst, wirst du sehr schnell das Bewusstsein verlieren. Um dich herum ist es ruhig. Keiner schreit mehr oder so. Du hörst noch ein bisschen Musik irgendwie aus dem Verbindungshaus weiter weg. Aber irgendwie scheint sonst keiner mehr auf der Straße zu sein. Sehr merkwürdig, hinter dir hörst du noch das Stöhnen der Leute, die auf der Straße liegen, die angefahren wurden. Wo blute ich am dollsten? Kann man das irgendwie abdrücken? Ja, also du hast quasi die komplette Seite offen. Ja, Schrot halt, ne? Mhm. Ja, und halt Arm, da wo du halt versucht hast, die Kanone wegzuschlagen. Ja gut, aber da blutet man ja wahrscheinlich nicht lebensgefährlich. Das wird ja mehr die Flanke sein wahrscheinlich, ne? Ja, da hat es dich voll erwischt. Scheiße. Ja, und du fängst auch schon an, alles nur noch verschwommen wahrzunehmen und irgendwie merkst du, wie das Leben quasi aus dir rausblutet. Dann hörst du irgendwie noch einen gurgelnden Schrei von vor dir. Oder war es von hinter dir? Du kannst nicht genau sagen, von wo. Und dann irgendein Schemen, der sich über dich beugt, dich an dem anderen Arm greift
und dich quasi von der Straße in die andere Richtung, Richtung Park, der auf der anderen, also Studentenpark, der auf der anderen Seite ist, zieht. Okay. Was für eine schräge Ironie. Und das tut mega weh, gerade weil er dich halt wirklich ohne Rücksicht auf Verluste einfach nur am Arm packt und quer über die Straße schleift. Das ist wahrscheinlich der Angreifer oder so. Cool, dann schrei ich wahrscheinlich ziemlich laut. Ja. Falls ich noch irgendwie einen klaren Gedanken zusammenkriege, werde ich mir wahrscheinlich der Ironie bewusst, dass ich 3 Spezialeinsätze, die echt saugefährlich waren, ohne irgendeinen Kratzer überstanden habe und jetzt in Chicago auf eine Studentenparty verrecke. Ja. Amerika mit seinen Waffengesetzen ist gar nicht so ungefährlich. Echt nicht so. Ja, du merkst dann irgendwann, dass der Boden unter dir weicher wird, also nicht mehr der Asphalt oder Straße ist. Und nimmst diesen Schemen über dir immer noch wahr. Und der Schmerz übermannt dich und du weißt wirklich irgendwie, das ist Ironie. Aber wenn das nicht ganz, ganz schnell versorgt wird, dann bist du dahin. Mhm. Und du kannst ja auch gerade nicht sicher sein, wo du dich gerade befindest. Das Einzige, was du merkst, ist, dass unter dir weicher ist als vorher auf der Straße. Und es ist dunkel, dass du gerade noch so das Mondlicht bestrahlt diesen Typen oder den Gangster halt über dir noch. Und du fragst dich, warum er es nicht zu Ende bringt. Macht aber keine Anstalten. Und dann merkst du irgendwann irgendwas, das gegen die Wunde drückt. Das auch mega, mega weh tut. Okay, aber dann scheint er mir ja tatsächlich helfen zu wollen. Merkwürdig. Erst schießt er dich an, dann hilft er dir. Ich dachte, der Schatten wäre das. Der hat mich doch vorhin auch schon gerettet. Sagtest du das nicht? Ja, das ist eine gute Schlussfolgerung. Das ist der Eindrücke, die du gewonnen hast. Vielleicht ist er auch der Schatten, ja. Krankenhaus. Schnell. Ja, und dann hörst du diese Stimme, die irgendwie ziemlich gebrochen Englisch spricht. Und dann zu dir spricht und sagt, keine Zeit. Was? Keine Zeit. Ja, ich habe das akustisch verstanden, aber nicht vom Sinn hier. Und du merkst, wie das Leben so aus dir rausgeht, alles taub wird und du dabei bist, wegzudämmern. Und siehst dann noch gerade dieses Gesicht vor dir, dieses arabisch aussehende Gesicht, und hat kein von diesem Kopfbedeckung mehr auf, sondern einfach nur kurze Haare, siehst du. Guckt dir irgendwie so, ja, relativ gleichgültig, würdest du sagen. Auf jeden Fall nicht fürsorglich oder sonst irgendwie ins Gesicht und sagt, deine Zeit ist abgelaufen, aber du musst leben. Willst du leben? Ja, bring mich ins Krankenhaus. Keine Zeit für Krankenhaus. Dann verblute ich. Entscheide jetzt, leben oder nicht leben. Leben. Und dann siehst du in dem Moment, wo du Leben dann irgendwie noch auskriegst, irgendwie zwischen mehr gezischt als normal gesprochen, da siehst du, wie sich die Gesichtszüge des Mannes über dir verändern. Er eine Art bösartigen Blick bekommt, ihm Fangzähne wachsen und er dir in den Hals beißt und den Rest gibt. Damit. Ja, ich halluziniere. Ja. Danach merkst du noch, bevor du ganz davon bist und dein Leben vor deinen Augen noch vorbeiläuft, gerade
wie irgendetwas dir gegen den Mund gepresst wird. Und dann verlassen dich sämtliche Eindrücke. Und bist erstmal bewusstlos. Wie lange kannst du nicht sagen, aber du erwachst wieder. Nicht in einem Krankenhaus, auch nicht irgendwie auf einem Rasen oder auf der Straße, sondern ziemlich gemütlich auf einer Art Couch. Ziemlich alte, lederige Couch. Riecht ein bisschen modrig um dich herum. Das Zimmer ist abgedunkelt, siehst du, mit Pappe oder sowas hat jemand das die Fenster beklebt. Und ansonsten ist der Raum relativ spärlich eingerichtet. Orientteppich liegt auf dem Boden. Ein weiterer Ohrensessel kannst du erkennen. Einen wuchtigen steinernen Tisch in der Mitte, wo ein paar Kerzen draufstehen, die an sind und das Zimmer beleuchten. Mhm. Ansonsten an der Decke kannst du sehen, dass ein paar Kabel aus der Decke hängen, wo anscheinend sonst irgendwie eine Lampe oder sowas ist. Die Wände sind ziemlich vergilbt, so als ob hier lange ein Raucher oder sowas gewohnt hätte. Mhm. Und teilweise fällt die Papete schon von der Wand ab. Und sonst ist der Raum aber leer und du entwachst und hast so ein schummriges Gefühl, du fühlst dich unendlich schwach. Guckst du, die erste Instinkt ist irgendwie der, an die Wunde zu greifen, die du eben noch hattest, und die Wunde ist komplett weg. Du bist kaum für, guckst an den Arm, nicht verletzt, guckst auf die Schrammen, alles weg. Und du hast unendlich viel Hunger. Gott, wie lange war ich denn? Wo bin ich denn? Was ist das hier? Ich versuche aufzustehen und was zu essen zu finden. Versuchst aufzustehen, merkst dann, dass deine Beine und deine Arme kaum stark genug sind, dein Körpergewicht zu tragen. Richtig, dieses Hungergefühl ist so dermaßen, als ob du irgendwie wochenlang nichts gegessen hättest. Und ziehst dich dann mehr so von der Couch herunter auf den Boden und Richtung Tisch, oder wo möchtest du hin? Da ist noch so eine alte Tür. Ja, auf dem Tisch waren ja nur Kerzen, genau, ne? Ja, dann Richtung Tür. Irgendwo muss ein Kühlschrank sein. Ja, Richtung Tür. Und das, als du dich von der Couch runtergezogen hast, hat es auch ein mächtiges Geräusch gegeben, einfach so ein Plumps halt, ne? Wenn du halt runter bist und dass du die Tür fast kriechend erreicht hast, geht die Tür auf und dieser Araber steht über dir. Oh, du bist ja schon wach. Wieder gebrochenes Englisch. Nein, 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 nicht bewegen, nicht so, du musst unglaublich hungrig sein. Warte, ich hol dir was. Es ist gut, ich habe echt Sauhunger. Wo bin ich denn hier? In Sicherheit. Okay. Und er zieht, also geht kurz raus und kommt wieder. Und hat aber kein Essen oder sowas mit, sondern zwei merkwürdige Beutel und klatscht die auf den Tisch. Plastikbeutel mit irgendwas gefüllt. Rote Flüssigkeit. Wenn du jetzt richtig genau hinguckst, das sind Plasmabeutel, die man im Krankenhaus hat. Gut, Plasma. Also, kann sein, dass ich sowas echt brauche. Ich fühle mich echt ziemlich schlapp, aber dafür brauche ich eine Infusion und ich hätte wirklich gerne was Richtiges zu essen jetzt. Warum bin ich eigentlich nicht im Krankenhaus? Krankenhaus ist zu gefährlich. Ich musste, um sie zu retten,
etwas mit Ihnen machen, Frau Farinadis. Und er sagt das sehr emotionslos vor sich hin. Was denn machen? An was können Sie sich erinnern? Und das Letzte, was du halt noch weißt, sind das verzerrte Gesicht, was du für eine Halluzination gehalten hast mit den Zähnen. Ich weiß nicht, ob du ihm das sagen willst. Ich war auf dem Rasen, glaube ich, und wollte, dass ich ins Krankenhaus gebracht werde. Und sie haben gesagt, keine Zeit. Und ob ich leben will. Ja klar, aber ich weiß nicht. Der Clan hatte Interesse an Ihnen, Miss Farinadis. Deswegen habe ich Sie gerettet. Der Clan. Das, was ich Ihnen jetzt erzähle, und er sagt wieder das mit unglaublich Ruhe und Bestimmtheit, mag vielleicht komplett verworren und für Sie vielleicht nicht verständlich klingen, aber ich bitte Sie, alles für bare Münze zu nehmen, was ich Ihnen jetzt erzähle. Ich habe Sie gewandelt, Miss Farinadis, zu Ihrer Hilfe, sonst wären Sie in diesem Abend verblutet. Danke, Joe RPG, fürs Koala-Kraulen übrigens. Gewandelt in was? In einen Vampir. Eigentlich war es nicht vorgesehen und ist auch eigentlich ein schlechter Zeitpunkt gewesen. Wir haben sie noch beobachtet, aber die Situation hat es erfordert. Vampire haben mich beobachtet? Ja, schon lange. Was meinen Sie, warum Sie zu den Special Forces gekommen sind? Ich war gut. Das waren andere auch. Ab sofort sind sie Bestandteil einer anderen Einheit. Farinadis. Ihr altes Leben ist vorbei. Ab sofort können Sie nicht mehr ins Sonnenlicht, denn dort werden Sie sterben. Und Sie werden Ihrem Land oder Ihrer Stadt anders dienen können. Sie werden dem Clan dienen, dem ehrenhaften Clan. Und er guckt so ein bisschen zur Seite, als er das sagt, und verzieht dabei die Miene Bruha. Einem von mehreren paar Vampir-Clans in dieser Stadt. Okay. Und denk mir dabei, ich bin in die Hände eines Verrückten gefallen. Ich weiß, Sie glauben mir nicht. Vielleicht lässt sich das ein bisschen überzeugender rüberbringen, wenn Sie erstmal etwas gegessen haben. Und er greift rüber zu einem von diesen Blutplasma-Beuteln, legt den vor dich hin, nimmt so ein kleines Messer, was er mitgebracht hat, so ein Küchenmesser, und macht dann einen Ritz rein, sodass die Blutflüssigkeit so über den Tisch läuft. Und das riecht unglaublich gut gerade.
und unglaublich verlockend. Und du kannst mal einen Wurf machen auf Self-Control gegen die 9. Wo habe ich denn? 4 Würfel. Ja. Nix. Dann wirst du dich nicht beherrschen können und wirst über diese Pfütze, die sich da über den Tisch ausgießt, gerade hermachen. Ganz instinktiv. Und du merkst, dass in dir drin irgendetwas gerade die Oberhand gewinnt und du siehst quasi dich selber, wie so, als würdest du einen Schritt neben dir stehen und auf dich selber drauf gucken. Wie ja, irgendetwas in dir drin nach oben steigt und diese Lust und diese Gier auf Blut wächst und ja, du quasi bis an den letzten Fitzel aus diesem Beutel heraussaugst und die letzten Tropfen noch von dem Tisch ableckst. So krass fällt dir das gerade auf. Und dann siehst du den zweiten Beutel etwas weiter weg liegen. Machst einen Satz quer über den Tisch und reißt dabei die Kerzen vielleicht sogar ein bisschen um. Und ist dir aber gerade völlig egal, schlägst deinen Mund, keine Ahnung wie, in diesen Beutel rein und wie du auch immer du es mit deinen Zähnen geschafft hast, durch den Beutel zu beißen, aber du hast es geschafft und jetzt machst du auch den zweiten Beutel bis auf den letzten Rest leer. Und dann bleibst du wieder sitzen, so auf der Couch, während der Araber quasi gegenübersteht und gerade die Kerzen, die du umgestoßen hast, wieder hinstellt. Sind inzwischen ausgegangen. Es ist dunkel im Raum, du kannst kaum was erkennen. Dann sitzt du da im Dunkeln, kannst die Schemen von dem Araber gegenüber noch sehen und dann merkst du, dass irgendwie was an deinem Gebiss nicht stimmt. Dass dich quasi dieses Ding in dir drin immer noch da ist, aber du es irgendwie in den Griff gekriegt hast jetzt gerade und fühlst dich stärker, viel stärker, als du vorher warst. Und irgendwas stimmt mit deinen Zähnen nicht. Ich fühle so nach meinen Zähnen und bin irgendwie entsetzt von mir selber. Ja. Befremdet. Und du hast in der Tat spitze Eckzähne, mit denen du wahrscheinlich eben den Beutel zerrissen hast. Okay. Krass. Dann siehst du irgendwo ein Feuerzeug, du hörst das Klicken von so einem Sturmfeuerzeug und dann macht der Typ wieder die eine Kerze wieder an. Ein bisschen schreckst du vor der Flamme zurück, die da kommt. Ganz kurz nur. Und dann siehst du quasi, eine Kerze wird wieder angemacht und du siehst dieses Gesicht von dem Typen im Kerzenschein und dann sehen sie. Aber wie kann... Warum? Das ist doch ein Mythos. Warum? Kein Mythos. Realität. Wir lassen die Menschen glauben, dass es Mythos ist. Wir bleiben in den Schatten, in der Nacht verborgen. Niemand darf wissen, dass es uns gibt. Wir nennen es die Maskerade. Und es ist unser oberstes Gebot. Niemand darf wissen, dass es uns gibt. Alles das, was wir tun, muss darauf ausgerichtet sein, dass niemand erfährt, was wir sind. Und ich habe ein großes Risiko eingegangen, um sie zu retten. Einige meiner vielleicht mit Vampire würden mir einen Maskeradebruch durchaus vorwerfen können für diesen Abend. Aber mir war wichtig, dass sie überleben. Danke, glaube ich. Und ich komme nicht von hier, wie Sie vielleicht bemerkt haben. Bin nur zu Gast in dieser Stadt.
Vielleicht rettet mich das. Also jetzt nochmal kurz zum Rekapitulieren. Es gibt Vampire. Und sie sind eine davon. Und keiner darf das wissen. Richtig. Und offensichtlich stimmt aber, dass sich Vampire von Blut ernähren und nicht ans Tageslicht dürfen. Auch das ist richtig. Okay. Und ich sollte eigentlich nicht Vampir werden, aber sie haben mich beobachtet. Warum? Wir brauchen fähige Leute für unseren Clan. Nicht nur irgendwen. Wir brauchen Kämpfer. Und wir brauchen Leute mit Grips. Wir befinden uns in einem Krieg, Mrs. Farinadis. Ah, mit Krieg kenne ich mich zufällig aus. Eben deswegen. Wir sind, also sind die Clans untereinander im Krieg? Es gibt verschiedene? Es gibt verschiedene Clans. In der Tat. Viele haben sich zusammengeschlossen in einer größeren Gruppierung oder mehreren großen Gruppierungen. Die drei wichtigsten kann ich Ihnen nennen. Es ist die Camarilla, zu der wir gehören. Die Anarchen, die die Vorderen der Camarilla ablösen wollen und ihr eigenes gesetzloses Leben führen wollen. Und der große Gegenspieler der Camarilla, der Sabbat, gegen den wir kämpfen. Stellen Sie sich das, was Sie gerade in sich gefühlt haben, als Sie das Blut trinken wollten, vor, wenn es an die Öffentlichkeit gerät und völlig zügellos walten und schalten kann, wenn es die Überhand über Ihr Ich gewinnt und Sie selbst verdrängt, für immer. Das ist das, was der Sabbat will für uns Vampire, für unsere Vampirgesellschaft. Aber deswegen müssen wir sie bekämpfen und sie davon fernhalten, von unseren Städten, von unseren Ländern und Ländereien. Das war so wild. Das war triebgesteuert. Das kann man doch nicht ernsthaft wollen. Der Sabbat hat Mittel und Wege, dieses Tier in einem darin auf andere Weise zu kontrollieren. Wir greifen auf unseren Menschen zurück, den wir kennen. Das alte Ich. Wir versuchen, so weit wie möglich Mensch zu bleiben. Der Sabbat hat andere Wege gefunden, das Tier zu lenken. Aber zulasten der Menschlichkeit. Die Menschen sind dem Sabbat egal. Es sind Beute. Essen. Muss ich mich jetzt immer von Blut ernähren? Wenn Sie das nicht tun, werden Sie irgendwann in einen Zustand verfallen, den wir Starre nennen. Sie werden sich nicht bewegen oder sonst irgendetwas machen können. Und wenn Sie lange genug nichts getrunken haben, werden Sie daran sterben. Für immer. Ihr dann irgendwie ein Netzwerk aufgebaut mit Blutbanken? Oder aber das geht doch nicht, wenn die Leute nichts davon wissen dürfen, könnt ihr ja nicht Menschen beißen, oder? Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich zu ernähren. Einige ziehen es vor, selbst zu jagen. Andere bezahlen für ihr Blut bei einer Blutbank oder
bei anderen Vampiren, die Menschen kennen, die freiwillig von sich trinken lassen. Ich habe gehört, hier in Chicago soll es in einer Bar, einem Club möglich sein, gegen Geld an dieses Blut zu bekommen. Der Succubus Club. Sein Besitzer, Mr. Brennan, glaube ich, heißt er. Er lässt sich dafür bezahlen, dass er Vampire trinken lässt von seinen Clubbesuchern. Ein wohl florierendes Geschäft. Manchmal fordert er auch andere Sachen als Geld. Aber ich denke, von ihnen wird er zunächst Geld fordern. Das verstehe ich nicht. Wie kann man Menschen sich von ihnen nähren oder so, wenn die nicht wissen sollen, dass es einen gibt? Das merken die doch. Nun, der Biss an sich ist etwas Wohltuendes für die Menschen. Zumindest bei den meisten von uns. Sie werden in eine Art Rausch verfallen, wenn man sie beißt. Und wenn sie nicht töten mit ihrem Biss, und darauf sollten sie achten, werden sie danach denken, sie hätten einen über den Durst getrunken oder sonst irgendwelche Drogen genommen, aber sie werden sich an die eigentliche Vampirsache nicht erinnern. Und wenn sie sich daran erinnern, werden sie es für einen Rauschzustand oder eine Rauschhalluzination halten. Wenn sie dabei allerdings gesehen werden von anderen, dann haben sie ein Problem. Das erfordert einen geschickten Jagdinstinkt. Ist nicht einfach, das gebe ich zu. Aber machbar. Klingt. Und jetzt bin ich irgendwas? Bruha. Weil sie jemanden wollten, der kämpfen kann. Und der Verstand besitzt. Beides in einem ist oft nicht zusammen zu früh. Und wir haben sie zu früh gewandelt. Das gebe ich zu. Aber es war, um ihr Leben zu retten. Die einzige Möglichkeit. Und wie sie jetzt an ihrer Seite erkennen, ist ihre Wunde schon längst verheilt. Wie lange ist das denn her? Keine 12 Stunden. Was? Ich dachte, ich wäre bestimmt im Koma gewesen oder so. Nein. Ja, du guckst kurz, holst vielleicht kurz dein Handy raus und guckst drauf irgendwie, und das ist in der Tat am nächsten Tag kurz vor Sonnenuntergang. Sonnenuntergang. Du hast mehrere Nachrichten auf deinem Telefon von Charlotte und auch von deinen Eltern. Und anscheinend ist Charlotte im Krankenhaus. Du hast auch ein paar unbekannte Nummern, die dich angerufen haben. Wenn niemand wissen darf, was ich jetzt bin, dann sollte ich jetzt nicht meine Eltern anrufen. Oder Charlotte. Was? Das liegt bei Ihnen. Ich empfehle Ihnen schwer, den Kontakt abzubrechen. Sie werden nicht mehr altern. Sie können sicher noch Kontakt zu Ihren Liebsten halten, aber Sie werden sie langsam vor sich hinrotten sehen. Und das ist kein schöner Anblick, glauben Sie mir.
Und spätestens in 10, 20, 30 Jahren wird es schwer für sie zu erklären, warum sie nicht altern. Also bin ich jetzt einfach verschwunden? Das ist der Stand der Dinge. Wie viel Blut habe ich verloren? Alles. Auf der Straße? Fast alles. Den letzten Rest habe ich getrunken und ihn dann von meinem Blut gegeben. Um sie zu wandeln. Dieser Angriff, dem sie da ausgeliefert waren, der war nicht ganz umsonst und nicht einfach nur so. Die sind gezielt auf uns zugefahren. Genau. Was waren das für Leute? Irgendjemand hat wohl mitbekommen, dass sie beobachtet werden von uns und wollte sie wohl aus dem Weg räumen. Naja, subtil war die ja nur auch nicht gerade. Das stimmt. Einen davon habe ich erwischt und aus dem Leben gerissen. Der andere ist entkommen. Vielleicht wäre es gar keine schlechte Idee, diesen Kerl zu suchen und, naja, den Maskeradebruch auf diese Art und Weise zu bekämpfen. Immerhin hat er gesehen, wie ich seinen Kumpel wahrscheinlich aus dem Leben gerissen habe. Und für sie wäre es eine Art Rache. Da wäre ich dabei. Gut. Das heißt, also, wie heißt du eigentlich? Nenn mich Ahmed. Ahmed. Ahmed, du steckst jetzt in Schwierigkeiten, weil du mich zum Vampir gemacht hast und weil der Kollege da das gesehen hat. Nicht wie du mich gewandelt hast, aber wie du seinen Kollegen umgebracht hast. Und um die Gefahr für dich. Also bei uns in der Armee ist das immer so, wenn jemand einem das Leben rettet und so steht man in der Schuld, dass ich fühle mich jetzt irgendwie verantwortlich, dir zu helfen dabei, dass du aus diesen Schwierigkeiten rauskommst. Also, und ich hätte nichts dagegen, den Typen so richtig die Fresse zu polieren, weil der auf mich geschossen hat. In der Tat. Du musstest vielleicht noch wissen, dass in Chicago, sagen wir, der Oberhaupt der Vampire verboten hat, generell Nachkommen zu zeugen. Das ist auch noch ein Problem, was ich habe. Vielleicht schützt mich mein Status, dass ich auf der Durchreise bin und nicht wirklich zu den Brewer dieser Stadt gehöre. Allerdings wird es für dich auch schwer sein. Entweder du kommst, nachdem wir diese Sache erledigt haben, mit mir mit. Wohin es auch mich auch immer verschlägt. Andererseits wärest du für den Clan hier viel interessanter. Was aber irgendwie bedeuten würde, dass ich so ein bisschen Persona non grata bin, weil es mich nicht geben dürfte. In der Tat. Und ich Gefahr laufe, Leuten über den Weg zu laufen, die mich kennen. Richtig. Allerdings kann ich auch keinen Küken gebrauchen auf meinen Reisen, wenn ich weiterfahre. Ich habe viel zu viel zu tun. Ich kenne jemanden in Gary.
der dich unter seine Fittiche nehmen könnte. Solange du niemanden verrätst, dass du in Chicago gezeugt wurdest, könntest du ein Vampir auf der Durchreise sein, der sich in Gary niederlassen will. Der Prinz von Gary ist ziemlich, naja, exzentrisch und sehr offen für Gäste und siedlungswillige Vampire. Erst recht, wenn sie einem Clan angehören, der für Stärke spricht. Ja, Vampire wollen wohl auch nicht nach Gary. Nicht wirklich. Was ist ein Prinz? Das Oberhaupt der Stadt. Das vampirische Oberhaupt. Der hier das Sagen hat. In Chicago heißt der Lodin. Lodin. Okay. Da gibt es in jeder Stadt einen von? In fast jeder Stadt, ja. Wie läuft das strukturmäßig? Was habt meinst ihr du? Irgendwie Ränge, Dienstgrade, also wenn ihr einen Prinzen habt, irgendwas so wie in der Army? Es gibt mehrere wichtige Posten in jeder Stadt, ja. Es gibt einen Sheriff, der sich um Recht und Gesetz kümmert und die verlängerte Arm des Prinzen ist. Es gibt innerhalb der Clans natürlich Abstufungen. Die Ältesten sind meistens die sogenannten Primogenen, die Clan-Obersten. Einen davon hast du schon kennengelernt. Der alte Mann mit dem weißen Bart. Dr. Critias? Ja. Er ist einer der Ältesten unseres Clans. Auch wenn man ihm das nicht ansieht, dass er zu unserem Clan gehört. Die meisten unseres Clans, der seufzt so ein bisschen, rekrutiert sich aus Schlägern, Muskelprotzen und allerlei Gesindel von der Straße. Deswegen brauchen wir Leute mit etwas Köpfchen und gleichzeitig dem Durchsetzungsvermögen, diesen Leuten Herr zu werden. Warum sucht ihr euch denn solche Idioten raus? Ich meine, das ist ein Grund, warum Lodin verboten hat, dass in seiner Stadt Kinder gezeugt werden. Es hat Überhand genommen. Und wenn einmal jemand anfängt und in seiner Klientel anfängt, Leute zu verwandeln, dann vermehren sie sich und vermehren sich und vermehren sich. Und irgendwann hat man dann eine Motorradgang voller Brucher an der Backe. Und ich denke, jeder Prinz weiß sie entweder zu nutzen oder zu fürchten. Kannst du mir vorstellen, ja. Was auch noch interessant wäre für dich, ist, dass nicht jeder Mensch, der gebissen wird, auch zum Vampir wird. Und dass du keine Angst haben musst vor Kreuzen oder Flöcken. Ein Flock wird... Knoblauch? Knoblauch auch nicht, denke ich. Du fängst doch nicht in der Sonne an zu glitzern. Es sei denn, die Flammen, die aus dir rausschlagen, interpretierst du als Glitzern. Autsch. Schlechte Hollywood-Filme. Ja, wahrscheinlich. Aber wenn du Dracula gesehen hast im Kino, kennst du auch Renfield. Ja, aber nicht im Kino. Du weißt schon, wie alt der Film ist, oder? Nein. Ja, aber Renfield, der Diener. Solche Diener können wir auch erschaffen, indem wir Menschen von unserem Blut zu trinken geben. Hörige Sklaven, die uns bei dem Tageslicht bewachen, die von sich trinken lassen und dafür von uns Blut bekommen. Okay, aber wenn wir von denen trinken, und sie werden uns hörig. Woher weiß ich, wann ich aufhören muss mit Trinken, dass ich dem Menschen nicht zu viel
wegnehme. Das ist eine Erfahrungssache. Für das Erste hast du mich dabei und ich werde dich zügeln. Okay. Besser früher als später aufhören. Ja, wahrscheinlich. Das ist ein guter Merksatz. Okay, was ist mit Krankheiten? Die haben dich nicht mehr zu interessieren. Krankheiten. Naja, es gibt doch so Sachen, die Blutkrankheiten. Irgendwie, ja. Nun, wir sind tot. Ja, aber trotzdem scheinen wir irgendeine Form von Stoffwechsel zu haben. Gibt es keinen Bauchweh von AIDS oder so? Wir nutzen die Lebenskraft, die im Blut steckt, um uns zum Leben zu erhalten. Wir nutzen das Blut selber nicht wirklich. Blutkrankheiten sind... Naja, sie machen das Blut schlecht für uns. Es schmeckt nicht so gut. Es hilft nicht so gut gegen den Hunger. Aber Schaden tut es uns nicht. Genauso wie wenn du einen Heroin-Junkie oder einen Alkoholiker trinkst, wirst den Alkohol und das Heroin im Blut schmecken können und es wird auch dich zu einem gewissen Maße beeinträchtigen. Wenn du nur von diesen Menschen trinkst, wirst du vielleicht sogar selbst Heroin- oder alkoholabhängig. Aber Schaden tut es dir wirklich nicht. Okay. Wahrscheinlich braucht das noch ein bisschen, bis das ganz bei mir angekommen ist. Ich werde diese Nacht rausgehen und werde ein paar Erkundigungen einholen, um zu wissen, wo dieser Kerl herkommt, den wir suchen. Und in der nächsten Nacht werden wir ihn jagen, aufspüren und zur Strecke bringen. Was für Waffen nutzen wir? Haben wir welche? Oh, ich hätte mich bewaffnen sollen. Ich Idiot gehe auch einfach echt... Ja, unbewaffnet auf eine Party, eigentlich sollte das so sein. Aber. Oh. Die klassischen Sachen sind immer noch die effektivsten. Mit Schwert. Weißt du, ein Vampir ohne Kopf ist nichts mehr wert. Die moderne Technik hat etwas namens Flammenwerfer hervorgebracht. Das ist auch sehr effektiv. Eine Schrotladung von so einer Schrotflinte gegen den Kopf eines Vampirs, es könnte auch ziemlichen Schaden verursachen. Eine normale Kugel aus einem Revolver. Nun, die meisten Vampire stecken das ziemlich gut weg. Naja, aber ein Revolver ließe sich ziemlich gut verdeckt tragen. Schwert ist ein bisschen schwierig, ne? Bei dir, wenn du Waffen benötigst. Unser Clan hat Möglichkeiten, seine Stärke selbst in unendliche, nicht begreifbare Richtungen zu potenzieren. Wird mir möglich sein, Lastwagen anzuheben oder ganze Wände einzureißen mit bloßer Hand. Nur weil du stark genug bist. Du kannst das Blut dafür nutzen. Außerdem sind wir sehr einschüchterungsfähig, wenn wir wollen. Und relativ fix, wenn wir wollen. Okay. Warte mal. Als die Kugeln kamen, hatte ich das Gefühl, als wäre die Zeit auf einmal langsamer. Hast du das gemacht? Er war sonst relativ, relativ gefasst und relativ gleichgültig, als er mit dir gesprochen hat. Aber jetzt merkst du, dass ein bisschen Erstaunen so in sein Gesicht kommt, als du ihn das fragst und sagst. Und
Es könnte sein, dass Auswirkungen meines Handels so interpretierbar sind, ja. Ich kneife die Augen so ein bisschen zusammen und gucke ihn ein bisschen kritisch an. Ich erkläre dir das später. Das war ein cooler Effekt, das würde ich wirklich gerne lernen. Okay. Gut. Er wird den Rest des Tages sich ein bisschen verlassen. Du kannst entweder die Wohnung verlassen, wo du da gerade bist, ein bisschen umhertingeln. Ein bisschen deine Kraft ausnutzen, die du auf einmal hast. Der hat ja gesagt, du kannst Wagen anheben oder so. Vielleicht willst du es mal probieren oder so. In irgendeiner Gasse mal schweren Tonnen heben oder sonst irgendwas. Was hast du vor den Tag über, wo er dich allein lässt? Ich weiß nicht so richtig. Ich darf ja eigentlich jetzt niemanden aufsuchen von meiner Familie. Das hat er dir überlassen. Ich will niemanden aufsuchen von meiner Familie. Ich glaube, es ist besser, wenn die mich für tot halten. Mit dem hohen Blutverlust, der da, also das müssen die ja gesehen haben, da auf der Straße auch, die werden ja die Polizei gerufen haben und so. Das können die ermitteln. Wenn da so viel Blut rumliegt, sind die Chancen ja verdammt niedrig, dass ich irgendwo noch lebendig rumlaufe. Tja, ist halt bitter, dass die Leiche niemals auftaucht. Aber im Park gibt's wilde Tiere. Wer weiß was. Also ich glaube, das ist ganz... Ah! Aaswasser gibt's überall. Ich sollte... Super. Ich sollte mein Handy loswerden. Ich zertrümmere die SIM-Karte. Nimm den Akku raus, mach verschiedene Kleinteile raus, so gut es geht, und verteile die auf verschiedene Mülltonnen in der Stadt, weil ich von meinem Bruder gelernt habe, dass man sich sonst darüber ziemlich gut orten kann. Und wenn ich nicht gefunden worden werden will, sollte ich alles verschwinden lassen, worüber man mich orten könnte. Alles sowas kaputt, weg. Kontenaktivitäten darf auch keiner mehr sehen von mir. Genau, jetzt wäre natürlich die nächste Frage. Ich hoffe, ich hatte noch ein bisschen Bargeld. Ich brauche wahrscheinlich ein neues Handy. Irgendwie erreichbar sein muss man ja trotzdem, auch innerhalb von Bruha oder wie auch immer das funktioniert. Ich möchte ein Handy haben. Ich besorge mir ein neues, aber ein Prepaid-Dings. Und ich würde mir die Wohnung von dem Kerl noch ein bisschen mehr angucken. Okay, es macht Sinn. Hat der einen Computer?
Oh ja, die rausgerissenen Lampen, super. Ich gehe in ein Internetcafé, die haben hoffentlich die ganze Nacht auf. Und check Oh, mal, sorry, was ich ist. habe keinen Ton gehabt. Jetzt müsste er wieder da sein. Ich gehe in ein Internetcafé und check mal, was die Medien über gestern Abend berichten. Ja, es gibt wohl, wird so als Drive-by oder sowas, als Gang-Attentat oder so dargestellt, die auf die Studenten wohl abgesehen hatten. Ja, man hat das Auto halt gefunden und ja, die Leiche, die gefunden wurde, ja, erklärt man sich so, dass dass wohl die Schrotflinte wohl explodiert ist in seiner Hand oder so. Dass er halt total zerfetzt war am Körper. So wird es zumindest erklärt. Gangs. Noch mehr irgendwas darüber, dass ich vermisst werde oder irgendwie? Merkwürdigerweise nicht, nein. Das wird wohl keine Vermisstenanmeldung oder sowas durchgegeben. Es sind wohl mehrere Menschen gestorben, halt bei diesem Attentat, würde ich jetzt mal sagen. Aber jetzt große Vermisstenmeldungen findest du keine in den Nachrichten und in den Zeitungen. Okay. Na, dann versuche ich tatsächlich mal an einem abgelegenen Ort irgendwie eine Kraftprobe. Wird dir dann alles gelingen, du wirst dann feststellen, dass du ja dein inneres Blut dazu benutzen kannst, deine Kräfte zu stärken und so und andere Dinge zu tun. Was dich allerdings dann gegen Ende des Abends, die Sonne ist schon fast kurz vorm Aufgehen, sehr, sehr hungrig macht. Okay. Während du da wahrscheinlich irgendwo im Park oder so in einer abgelegenen Gasse oder sonst irgendwie deine Kräfte ausprobierst. Oder vielleicht hast du es in der Wohnung gemacht, ich weiß ja nicht, was du vorhast. Irgendwo abgelegen draußen. Okay, dann gehe ich wieder zur Wohnung zurück und bediene mich am Kühlschrank. Und irgendwann wird dann auch der Ahmed wiederkommen und wird dir dann erzählen, dass er rausgefunden hat, wo der Typ wohnt. Und ja, dass wohl ein anderer Vampir dahinter steckt, mit dem er schon länger zu tun hat. Und der von einem Clan namens Nosferatu kommt. Und der, als er das sagt, irgendwie merkst du, wie er ein bisschen angewidert guckt. Und der gehört wohl zu den Anarchen der Stadt, die versuchen, dem Prinzen zu schaden und ihr eigenes Machtgefüge irgendwie innerhalb der Stadt aufzubauen. Normalerweise, sagt er, sind die Anarchen nicht sonderlich das Problem, aber hin und wieder durchkreuzen sie Pläne der Camarilla-treuen Clans und versuchen, Leute abzuwerben oder auf ihre Seite zu ziehen. Und da du wohl ein aussichtsreicher Kandidat warst für den Clan Brujal der Camarilla, haben sie sich gedacht, oder hat sich dieser Vampir gedacht, bezahlt er wohl mal ein paar von der örtlichen Gang oder so, um da mal ordentlich Stunk zu machen. Zumindest ist das das, was er rausgekriegt hat. Und ja, du kriegst dann aus seinen Erzählungen raus, dass er schon länger Probleme hat mit diesem Vampir-Clan. Dass es nicht unbedingt Clan gegen Clan ist, aber dass dieser eine Nosferatu ist dem Clan, dass man generell auf die aufpassen muss, weil
die Möglichkeit haben, nicht gesehen zu werden, die in den Verborgenen, in den Schatten und in der Kanalisation und sonst irgendwo leben, wo man sie nicht so einfach findet. Und dass dieser eine wohl sowas wie sein Erzfeind ist und ihm auch schon rund um die Welt gefolgt ist. Und die haben wohl eine persönliche Fehde am Laufen. Okay. Und als der gemerkt hat, dass ich dich beobachte, meinte er dann, hat er eins und eins zusammengezählt und wollte mir eins auswischen. Wollte mir schaden. Und damit auch dem Clan. Aber ist jetzt der Plan, dass wir gegen den Auftragstypi vorgehen oder gegen den Nosferatu? Gegen den Nosferatu vorzugehen wird schwieriger als gegen sein Spielzeug erstmal vorzugehen. Wir nehmen ihm sein Spielzeug weg. Das dürfte der erste Schritt sein. Vielleicht kann der Typ uns dann verraten, wo wir ihn finden. Okay, wie hast du vorzugehen? Wäre doch mal eine gute Sache, mal zu testen, inwieweit du nützlich sein kannst für unseren Clan, inwieweit du strategisch denken kannst. Ich überlasse die Planung mal dir. Dann lehnt es sich so mit verschränkten Armen zurück und wartet, dass du mit einem Plan rauskommst. Wir haben die Adresse von dem Typen, wir haben seine Versicherungsnummer und seine Driver's License Nummer, wissen, wo seine Familie und sonst irgendwas wohnt, wissen quasi alles, was man im Internet über ihn rauskriegen kann von ihm. Und in diesem merkwürdigen Internet. Ja. Da nicht so viel Ahnung von, aber ich habe das machen lassen. Okay. Ist mir zu neu. Gut, wenn wir Informationen von ihm wollen, brauchen wir ein Druckmittel. Ist er verheiratet? Der Kinder? Nein. Liebt er seine Mutter? Bestimmt. Heute Abend hat man rausgekriegt, soll er irgendwo am Hafen sein. Mit seinen Gang-Kumpanen und soll da irgendeinen komischen Rauschgift-Deal über die Decke ziehen. Ich bin dafür, wir gehen dahin. Machen da einen auf dicke Hose, nehmen das Rauschgift und die Gang auseinander, lassen ihn am Leben und dann hat er die Möglichkeit, entweder allein zu überleben, ohne dass das Rauschgift da ist und vor seinem komischen Dealern schlecht auszusehen, oder uns zu verraten, wo der Nosferatu ist. Und ich denke, seine Gang wird ihn, wenn er mit dem Rauschgift nicht auftaucht, ehelang machen. Du willst eine ganze Gruppe von Leuten ausschalten, um an einen ranzukommen? Jetzt beginnt er zu grinsen. Ich habe noch nicht getrunken. Und du auch noch nicht. Und die Blutpacks, habe ich gesehen, hast du schon genommen. Ja. Es sind Menschen. Nicht wirklich ein Problem für uns. Nein, darum geht's auch nicht. Das ist mehr eine ethische Frage. Oh. Sagen wir so, es sind Rauschgiftdealer. Fällt es dir dann einfacher? Das wusste ich gerade eben auch schon. Es sind Leute, die auf dich geschossen haben. Die Unschuldige von dem Studentenwohnheim in den Tod gerissen haben. Meinst du nicht, die haben es verdient, draufzugehen? Herr einer von denen.
Gut, dann überlasse ich die Planung dir, wie man sie verschont. Wir wissen, wo der Typ wohnt. Wir können da einbrechen und ihn in seiner Wohnung überwältigen. Und wenn wir ihm richtig schön Angst einjagen, und ich glaube, das können wir, wird er uns das auch verraten. Gut, versuchen wir deinen Plan. Okay. Auf geht's. Und er wird dann am zweiten Tag, wo er das Gespräch jetzt hier geführt hat, dann aufbrechen. Er hat kein Auto und er hat ja auch erzählt, dass er kein Auto fahren kann. Neumodischer Kram, meint er. Okay. Reiten könnte er, so, aber naja. Super. Wir können uns ein Auto nehmen, wenn du Auto fahren kannst. Ja, das sollten wir. Welches ist das hier? Läuft gerade in irgendeinem 0815 Familienkutsche vorbei auf der Straße. Scheißegal, Hauptsache fährt. Und dann schlägt er so die Scheibe ein im Vorbeigehen, macht die Tür auf. So, wie funktioniert das jetzt? Ja. Ich bräuchte den Schlüssel. Auch noch. Den habe ich nicht. Wir sollten uns den Wagen leihen. Oder so. Ja, den halt, hier. Womit? Nein. Wo, also irgendwie kann man die auch kurz schließen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Schade. Na dann. Leihen, wo kann man die leihen? Beim Autoverleih. Na gut. Wenn's. Womit bezahlen wir eigentlich? Ich habe meine ganzen Kreditkarten und alles entsorgt, weil ich dachte, ich hinterlasse mal lieber keine Spuren. Ich habe noch ein bisschen Geld. Und der greift so in seine Manteltasche und gibt dir so eine Geldscheinklammer mit vielen Scheinen so in die Hand. Das ist für dich. Ich steck die ein, danke. Was für eine Identität verwenden wir? Ich kann ja jetzt nicht meinen Namen da drauf schreiben. Denk dir eine aus. Kennst du jemanden, der Ausweise fälscht? Ja. Okay, wir gehen da heute Abend. Dann müssen wir aber den Succubus-Club. Ja, wir gehen da heute Abend zu Fuß hin oder mit dem Bus und besorgen uns langfristig Ausweise. Zwei Badass-Vampire im Bus. Ohne Ausweis kannst du dir kein Auto leihen. Ja. Ja. Er hat wohl einen Ausweis. So. Er könnte ja auf seinen Namen machen. Ja, dann sollten wir das tun. Aber ich brauche auch einen. Ja, im Succubus-Club meint er, wäre der Umschlagplatz für sowas. Hey. Kümmere ich mich später drum. Da leihen wir auf seinen Namen Auto. Gut. Und dann würde ich vor dem Haus irgendwie so, dass man die Wohnung einsehen kann, aber irgendwie am Straßenrand stehen und so ein bisschen einen erstmal aufs Stakeout machen, gucken, ob er alleine ist und so. Mhm. Und warten, dass möglichst wenig los ist auf der Straße, um dann einzubrechen. Ja. Wie willst du denn einbrechen? Naja, für die Eingangstür mache ich den, ich klingel überall Trick. Irgendein Idiot drückt immer auf den Summer, ohne zu fragen, wer da ist. Ja, es ist irgendwie so ein einzelnes Haus, das der da hat. Irgendwie so ein. Steht, also es ist nicht irgendwie ein mehr Apartment-Haus. Okay. Es ist in der Vorstadt irgendwo ein einzelnes Haus, was da rumsteht. Vorstadt. Ziemlich runtergekommen, aber. Dann breche ich die Tür auf. Mit roher Gewalt? Ja, funktioniert der? Ich habe keine Kreditkarten mehr. Was dran lang? Probier doch mal Larceny und Dexterity
auf die 6. Ja, habe ich denn... Habe ich denn Einbrecherwerkzeug? Woher habe ich das denn? Nö, aber du kannst ja gucken, ob du irgendwas anderes findest. Da wirst du irgendwo, keine Ahnung, ein Stück Plastik oder so für zu finden. Ja gut, dann habe ich 6, habe ich 4 Erfolge. Dann schaffst du das damit auf jeden Fall. Zuerst versuchst du es mit einem Stück Plastik, das da irgendwo rumgelegen hat, und dann ja, funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und dann denkst du dir, drehen wir doch einfach mal am Knauf. Und du drehst und dann aufgrund deiner Stärke. Ja. Ja. Ja, und ja, ich schleich rein. Also ich versuche möglichst leise und geräuschlos zu sein. Ich hoffe, das mit der Tür war jetzt nicht zu laut. Und guck mal, wo der ist. Liegt der im Bett, sitzt er auf dem Sofa? Ja, was macht er? Seid relativ spät ja erst dahin gegangen, weil der musstet ja warten, bis der wiederkam von seinem komischen Drogengeschäft. Ja. Und ja, der liegt in der Tat dann irgendwann auf so einem ausziehbaren Sofa vorm Fernseher. Also so ein Schlafsofa hat er sich irgendwie in der Decke eingemummelt und guckt gerade irgendwelche komischen Werbespots für leicht bekleidete Damen-Telefondienste. Okay. Was da so nachts um 3:30 halt im Fernsehen läuft. Ja. Okay, ich gehe von hinten an ihn ran. Als erstes halte ich ihm den, also gehe so von hinten und halte ihm als erstes den Mund zu und versuche ihn so zu packen, dass er sich möglichst wenig irgendwie da rauswenden kann. Ja. Zur Not, indem ich selber über die Sofakante dann nach vorne. Ja, der wacht natürlich davon auf, und du schaffst es ohne Probleme, ihn aufgrund deiner Stärke halt niederzudrücken, und ja, du hast dann Hi. Und dann guckt er so nach oben irgendwie so, dann große Augen. Und als du ihn so niederdrückst und so die Verzweiflung in seinem Gesicht siehst, merkst du auch langsam der Hunger, der dich wieder irgendwie zu übermannen droht, und siehst auch die Halsschlagader von ihm, wie sie auffällig an seinem Hals vibriert. Ich gucke ihn so böse an, wie ich es irgendwie hinkriege. Ja. Na, erkennst du mich wieder? Das war echt eine scheiß Idee, auf mich zu schießen. Oh, du ahnst gar nicht, was dir blüht. Ja, merkst du, bricht irgendwie ein Schweiß aus. Ich freue mich schon drauf, die Stück für Stück auseinanderzureißen. Und wenn du schreist, geht es noch langsamer. Na, man versucht sich so ein bisschen in deinem Griff irgendwie zu wehren und so, aber ja, auch mal einen Test auf Strength und Brawl. Denk dran, wenn du mit Rest Potence, und du kannst die Punkte, die du in Potence hast, als extra Würfel oder als extra Erfolge nehmen. Super, als extra Erfolge für den Schaden, aber jetzt hast du halt einen extra Würfel, wenn du Strengths benutzt, wenn du einen Punkt in Potence hast. Okay, dann habe ich 5 Erfolge. Ja. Ja, schaffst du ohne Probleme, ihn da zurückzuhalten. Ein Geräusch. Und es wird dir verdammt schlecht ergehen. Verstanden. Aha. Gut. Dann nehme ich die Hand von seinem Mund und sage, wer hat dich zu mir geschickt? Kann ich nicht sagen, Mann. Ich bring mich um. Ich bring dich um, wenn du es nicht sagst. Dieser komische Kerl halt.
In den Docks. Gut bezahlt. Genauer. Ich weiß nicht, das hat alles mein Kumpel gemacht. Dem Geld und so. Ich hab noch nicht mal, die Zahlung hat nicht mal gekriegt gerade. Mein Griff wird fester. Ich weiß wirklich nicht, wie der heißt. Erzähl von Anfang an. Wie hat der Kontakt zu euch aufgenommen? Alles über meinen Kumpel. Der ist auf einmal aufgetaucht, halt an den Docks. Hat uns angesprochen. Hat gut, Personenbeschreibung. Gut bezahlt. Personenbeschreibung. Mein Gott, der hat so eine hässliche Fresse. Narbengesicht haben wir ihn genannt. Hat so eine klaffende Wunde auf der Stirn, auf der Backe und so. Wie als ob der irgendwie mit seiner Akne nicht klargekommen ist oder so. Keine Ahnung. Hatte immer die Kapuze ziemlich tief ins Gesicht gezogen. Was hat er euch dafür versprochen, genau, dass ihr auf uns zugeht? Wie hat er uns beschrieben? Wir haben Bilder gekriegt. Liegen da drüben noch am Schreibtisch. Woher wusstet ihr, wann wir wo sind? Hat er uns auch gesagt, wo wir sein müssen, wo ihr sein würdet. Er wusste ziemlich viel. Hat er mit euch was vereinbart, wo ihr euch trefft, wenn ihr den Auftrag erfüllt habt? Nein, wir sollten einfach nur auf unsere Konten achten. Aber bis jetzt hat er nicht überwiesen, der Sack. Du hast ja doch deinen Auftrag nicht erfüllt. Hat er nochmal mit euch Kontakt aufgenommen, nachdem das schiefgegangen ist? Bis jetzt nicht. Ich greife nochmal fest dazu, du merkst schon, dass du mich jetzt gerade nicht zufriedenstellst mit deinen Antworten, oder? Mach mal Intimidation und ja, wie du machst denn ja ein bisschen gerade mit deiner körperlichen Präsenz irgendwie gerade beeindrucken. Mach mal Strength und Intimidation. Ganz normal auf 7? Auf die 6. Auf die 6. Mhm. Dann habe ich 3 Erfolge. Ja, merkst du irgendwie, dass das wirkt, was dass deine Einschüchterung lässt ihn nicht kalt oder so. Der scheint die Wahrheit zu sagen. Dann knurre ich ihn an und drücke ihm die Halsschlagader ab, damit er bewusstlos wird. Ja, dann merkst du dieses Puckern und das Blut, was durch seine Adern treibt, so an deiner eigenen Haut so. Und kannst dann nochmal einen Self-Control-Wurf machen. Wo steht das denn? Die 7. Ein Erfolg. Ja. Und schaffst du es gerade so, dich zurückzuhalten, merkst wieder, wie dieses Tier in dir erwacht und schon fast die Oberhand gewinnt und dann merkst du aber den Griff von
von Ahmed auf deiner Schulter und komm, der reißt dich gerade wieder ins Jetzt irgendwie und lässt dich wieder zu klarem Verstand kommen, aber du merkst irgendwie, du hättest dem jetzt eigentlich ganz gerne nicht nur bewusstlos gemacht, sondern die Kehle aufgerissen. Tja, das hat jetzt weniger Ergebnisse gebracht, als ich gehofft hätte. Und jetzt? Na wie, und jetzt? Du wolltest doch von ihm wissen, was er über seinen Auftraggeber sagen kann und wer ihn geschickt hat. Er scheint relativ klug vorgegangen zu sein. Tja. Dieser Idiot hier weiß nichts. Aber wenn du eh schon weißt, dass es dein Erzfeind war. Alles deutet darauf hin. Dann bleibt es bei dem Plan, dass wir ihm sein Spielzeug wegnehmen. Und dann schiebt sich so ein Lächeln auf sein Gesicht. Inwiefern? Trinkst du zuerst oder ich? Ladies first. Und dann, ich trinke von ihm. Ja, kannst du direkt üben, wie es ist, irgendwie an einem richtigen Menschen zu trinken. Das heißt, machst du ja jetzt auch das erste Mal. Und merkst ja auch irgendwie den Zeitpunkt, wo er dich dann stoppt, um ihn nicht ganz leer zu trinken. Und so hinterlasst ihr dann eine blutleere Leiche, nachdem auch er getrunken hat von dem in diesem Haus und er schlägt dann vor, das Ding anzuzünden, das ganze Haus, damit die Leiche mit verbrennt. Okay. Zeigt dir vorher noch, dass man die Wunden verschließen kann, die man beim Beißen hinterlassen hat. Und ihr zündet das ganze Haus quasi an, was schwieriger für dich und für ihn ist, als es den Anschein hat. Also die findet ein bisschen Benzin auf jeden Fall im Schuppen und so. Mal als Brandbeschleuniger zum, aber als der Ahmed dann die Streichhölzer in das Benzin wirft und die ersten Flammen hochlodern, merkst du, wie du instinktiv zurückschreckst und merkst, dass dieses Feuer, also was das als Mensch ja schon als bedrohlich empfunden, aber das ist nochmal eine ganz andere Art von Bedrohung, die von diesem Feuer ausgeht und du weißt, dass du dich davon möglichst weit fernhalten möchtest. Instinktiv schon. Ja. So quasi schon fast Angst vor der Flamme hast. das Ding geht in Flammen auf. Und die nächsten Tage wirst du mit Ahmed noch ein bisschen was verbringen. Er wird dir noch viel erzählen über das Vampir-Dasein. Und wird dich auch nach Gary mitnehmen und den seinen Bekannten vorstellen. Und dann können wir dieses Prelude dann für heute auch abschließen. Und mit einem weiteren Bruja in Chicago oder Gary den Abend verlassen. Wann wir die eigentliche Runde dann starten, ist für die jetzt zugucken, wahrscheinlich auch interessant. Das müssen wir dann auch herausklamüsern. Versuchen das natürlich möglichst zeitnah zu machen. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was wir fünf halt so in diesem Real Life noch zu tun haben, wie schnell wir uns auf einen Termin einigen können. Wir versuchen das einfach mal möglichst zeitnah auf die Kette zu kriegen. Schaut mal im Nordpol vorbei oder folgt mir auf Twitter oder sonst wo oder hier in den Twitch-Ankündigungen, dann werdet ihr auf jeden Fall informiert, wann es denn dann losgehen kann und losgehen wird. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeguckt habt und bei Leopardins 102, dass sie mitgespielt hat.
und sage dann mal einen schönen Gruß in die Nacht hinein. Schlaft gut und träumt nicht von bösen Vampirinnen und Vampiren oder von Gangstern oder merkwürdigen Studentenverbindungen aus den USA. wünsche eine gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss.